Tagesordnungspunkte des Ausschusses für Digitales. Hiermit startet auch die Live-Übertragung ins Internet. Und die Besucherinnen und Besucher können jetzt reinkommen. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass eigene Ton- und Bildaufnahmen nicht gestattet sind. Entsprechende Geräte bitte abschalten. Und ich weise noch darauf hin, dass so Widerhandlungen Folgen haben können, nämlich dass man das Hausrecht des Deutschen Bundestages dafür sorgt, dass man einen dauerhaften Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses oder des gesamten Hauses bekommen kann oder auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Dann steigen wir ein in den Tagesordnungspunkt 3. Bericht der Bundesregierung zur TK-Mindestversorgungsverordnung, TKMV. Das ist Top 3a und wir befassen ihn in einer gemeinsamen Debatte mit 3b. Das ist der Prüfbericht der Bundesnetzagentur zur Evaluation der TK-Mindestversorgungsverordnung, TKMV, auf der Ausschussdrucksache 20/23/233. Und diesen Top 3b werden wir aber nur anberaten und noch nicht abschließen. Okay, ich erfahre gerade, dass die Staatssekretärin Daniela Kluckert, die ich jetzt gerade begrüßen wollte, vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, sich ein paar Minuten verspätet. Insofern brauche ich Sie dann gleich nicht noch mal zu begrüßen. Aber vom BMDV ist auch Jasmin Kubjalka da, Leiterin des Referats Telekommunikationsrecht. Und von der Bundesnetzagentur begrüßen wir Klaus Müller, den Präsidenten, und Moritz Bock und Fabian Hollwitz. Herzlich willkommen. Wir haben vereinbart 3 Minuten fürs BMDV und für die Bundesnetzagentur jeweils und dann in die Debattenrunde rein. Und ich hoffe, dass dann, wenn Klaus Müller fertig ist, Daniela Kluckert dann da ist. Ja, Herr Präsident, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, die Bundesnetzagentur hat sich, wie Sie wissen, gutachterlich zu den Anforderungen an die Mindestversorgung im Telekommunikationsbereich beraten lassen. Dies ist in dem vorliegenden Evaluationsbericht niedergelegt. Zunächst kurz zur Ausgangslage. Sie wissen, seit Juni 2022 gelten 10 Mbit pro Sekunde für den Download, 1,7 Mbit pro Sekunde für den Upload und eine Latenz von 150 Millisekunden für den Internetzugang sowie 64 Kilobyte Sekunde für den Down- und Upload für die Sprachkommunikation als Mindestanforderung. Das Gesetz verlangt eine jährliche Evaluation unter Berücksichtigung des Dienste, des Mehrheits- und des Anreizkriteriums. Die Evaluation wurde auf Grundlage von 4 Gutachten und einer Datenerhebung durchgeführt. Gemäß dem Dienstekriterium können die Werte unverändert bleiben, auch müssten keine weiteren Qualitätsparameter aufgenommen werden. Allerdings erlauben höhere Werte mit Blick auf die Lebensrealität von mehr Personenhaushalten eine bessere Nutzererfahrung. Insbesondere zu niedrige Werte für den Upload können zu Problemen führen. Die in 2022 festgelegten Werte waren insofern ein Anfang. Es ist daher auch immer zu betrachten, was von 80% der Verbraucherinnen und Verbrauchern genutzt wird. Unsere Datenanfrage zum 1. März diesen Jahres hat ergeben 16,7 Mbit pro Sekunde für den Download und 1 Mbit pro Sekunde für den Upload. Eine Erhöhung der Werte für den Down- und Upload erscheint für die Bundesnetzagentur deshalb praktisch unumgänglich. Eine Anpassung im Bereich der Sprachkommunikation ist allerdings nicht erforderlich. Im Prüfbericht werden daher neue Werte vorgeschlagen, 15 Mbit pro Sekunde für den Download, 5 Mbit pro Sekunde für den Upload. Mit dieser Anhebung sollen hindernde Auswirkungen auf den privatwirtschaftlichen und geförderten Ausbau vermieden werden. Gleichzeitig soll, und lassen Sie mich unterstreichen und muss, eine angemessene soziale und wirtschaftliche Teilhabe gewährleistet werden. Letztendlich geht es um ein Sicherheitsnetz, mit dem Leistungsumfang, der bezahlbar ist und bleibt. Sollten höhere Werte gewünscht werden, sollte im Blick behalten werden, dass das Basisangebot dadurch natürlich auch teurer werden kann. Und das Bestreben der Bundesnetzagentur ist, alle Menschen digital teilhaben zu lassen. Unser Ziel ist, bei einem eng getakteten Zeitplan die neue Verordnung jedenfalls vor Ablauf dieses Jahres in Kraft treten zu lassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und die gute und enge Zusammenarbeit mit dem Ausschuss in den letzten Monaten. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Und da die Staatssekretärin jetzt gerade auf Stichwort reinkommt, muss ich nicht Frau Kubjalka bitten, das
das Statement zu halten. Herzlich willkommen, Daniela Kluckert. Entschuldigen Sie, Frau Vorsitzende. Ich war noch im Plenum. Genau, also Klaus Müller hat sein Eingangsstatement schon gemacht und wir können dann direkt weitermachen. Frau Vorsitzende, ich glaube, Herr Müller hat alles gesagt. Wir können gleich in die Fragerunde einsteigen. Gut, wunderbar. Dann machen wir das doch so. Und dann rufe ich als erstes Johannes Schätzel auf für die SPD-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin. Erste Frageblock bei mir geht ein bisschen um das Kriterium Erschwinglichkeit. Jetzt wurde die erste Verpflichtung ja in Richtung Starlink gegeben. Das ist einfach so die Frage, wie kam es zur Auswahl? Warum hat man das Unternehmen gewählt? Und wie sieht es eigentlich aus mit den Erschwinglichkeitsfaktoren? Wir wissen ja alle, dass der Starlink-Vertrag jetzt nicht der günstigste ist. Sie dürfen gleich antworten. Also ich glaube, wir haben Starlink gar nicht in den Mund genommen, aber die Presseberichterstattung haben wir natürlich darüber zur Kenntnis genommen und dies auch nicht weiter dementiert. Wir haben in dem laut Gesetz vorgesehenen mehrstufigen Vorgang, was ja wirklich kein schneller Vorgang ist, den diversen Telekommunikationsunternehmen das Recht auf Anhörung gegeben, haben geguckt, was haben die angeboten und haben dann ein sowohl angemessenes wie doch, glaube ich, schon preislich erschwingliches, vor allem wenn wir Anschlussgebühren und Monatsgebühren betrachten, ausgewählt. Und glauben, dass wir damit sowohl eine sachgerechte wie richtige Entscheidung getroffen haben. Ich habe eben das Thema Erschwinglichkeit angesprochen, weil sollte man von den Werten abweichen, was ja nach den Diskussionen vor 1,5 Jahren ein Diskussionsstand werden könnte, da muss man natürlich in Betracht nehmen, was das insgesamt auslösen würde. Und darum habe ich das eben kurz erwähnt. Dann gleich eine Anschlussfrage nochmal zur Erschwinglichkeit. Erschwinglichkeit war ja in der Diskussion immer ein ziemlich fixer Wert. Jetzt habe ich so ein kleines Denkproblem und zwar ein fiktiver Fall. Also ich stelle einen Antrag auf TKMV, mir wird eine Glasfaserleitung zur Verfügung gestellt und die Glasfaserleitung kostet 65 Euro. Jetzt waren ja immer die 50 Euro so ein bisschen im Raum. Mein Problem, dann habe ich ja quasi eine Glasfaserleitung und gleichzeitig Anspruch auf Mindestversorgung. Deswegen die konkrete Frage, müsste man nicht eigentlich die Erschwinglichkeit oder den Preis an ein Qualitätskriterium wie die Geschwindigkeit des Vertrags, den ich abgeschlossen habe, heften? Also vielen Dank für die Frage. Also es richtet sich nach unserer Auslegung stets danach, wie denn der konkrete Bedarf des Menschen ist, der vor Ort seine Hauptwohnung hat. Und wenn dieser Mensch eben tatsächlich die Mindestversorgung für sich beansprucht und auch nicht mehr als diese, ist es ein Punkt, also ich kann das nachvollziehen, dass das durchaus sinnvoll erscheinen kann, je nach Technologie vielleicht doch einen höheren Preis für angemessen zu erachten. Aber nach der derzeitigen Rechtspraxis ist es tatsächlich so, dass wir es mit der jetzigen TKMV bei 10 Megabit pro Sekunde bewenden lassen würden. Für den Preis, der dafür als erschwinglich gilt, wenn der Endnutzer den Bedarf daran hat, es ist den Telekommunikationsunternehmen unbenommen, in Einverständnis mit dem Endnutzer höhere Bandbreiten zur Verfügung zu stellen, dann auch zu einem höheren Preis. Dann frage ich in der zweiten Runde nach einem konkreten Preis. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion Hans-Jörg Dürr. Vielen Dank. Wir müssen immer vorne wegschicken, dass es um einen Universaldienst, um eine absolute Mindestanforderung geht. Das ist in der Debatte extrem wichtig, weil sonst immer die Vorstellung erscheint, wir wären völlig weg von der Lebensrealität. Und diese Mindestanforderung, die wird aber bei, laut Prüfbericht bei 2,8 Millionen Haushalten nicht erreicht. Das ist die Zahl, die dort genannt wird. Es sind dann wenige Tausend, die dieses beklagt haben, ihre Situation. Und ein einziger ist dann verpflichtet worden in einem Fall. Also wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, dann passt es in der Summe nicht zusammen, weil es ja viel mehr sind, bei denen diese Mindestanforderung nicht ankommt. Wie erklären Sie sich denn, dass es im Verhältnis sehr wenig Meldungen und dann so sehr wenig Verpflichtungen gibt? Vielen Dank, Herr Abgeordneter. In der Tat, das hat uns auch durchaus beschäftigt. Es gibt wahrscheinlich mehrere Erklärungsfaktoren dafür. Das eine ist die Frage, ist das Recht bekannt? Also hier im Raum keine Frage, unter Expertinnen und Experten definitiv und auf jeden Fall.
Aber auch aus Bürgerkontakten konnten wir feststellen, dass es eben nicht wirklich in der ganzen Fläche präsent ist. Das mag ein Erklärungsfaktor sein. Ein zweiter Erklärungsfaktor ist, dass wir natürlich in diesen Daten jetzt nicht die Versorgung zum Beispiel über Satellitenfunk oder Mobilfunk berücksichtigen an der Stelle. Das heißt, es mag noch weitere Kanäle geben, die hier eine Rolle spielen, die wir sozusagen in der Datenerhebung der 2,7 sind es laut meiner Notiz eben bisher nicht gesehen haben an der Stelle. Aber letztendlich ist das Spekulation. Die Bundesnetzagentur hat jetzt keine vertiefte Erhebung durchgeführt. Vielleicht zu Ihrer implizierten Frage mit dem ersten Fall, wo wir die Verpflichtung durchgeführt haben. Das war ja für uns der erste, der Modellfall. Ich würde mal vorsichtig formulieren, die Begeisterung der Telekommunikationsunternehmen war extrem überschaubar, als die Bundesnetzagentur unterwegs war. Und Juristinnen und Juristen haben in diesem ganzen Verfahren durchaus das eine oder andere an Euro verdient. So, also es gab eine ganze Reihe von rechtlichen Auseinandersetzungen, bis wir jetzt so weit fahren. Ich hoffe sehr, dass wir bei weiteren Schritten, die jetzt anstehen, schneller werden und vor allem uns nicht wieder rechtlich immer wieder auseinandersetzen müssen. Jetzt gab es ja ganz aktuell neu diese Mitteilung, dass jetzt 16,7 Megabit die Rate ist, die bei 80% erreicht wird, dieses Mehrheitskriterium. Gibt es denn, was die unterversorgten Gebiete angeht, auch aktualisierte Zahlen? Weil der Prozess ist ja sehr dynamisch. Also, und wenn Sie die anderen Technologien, da sprechen wir ja von 400.000, da gibt es ja auch Entwicklung. Genau, gerne. Also ja, wir haben neue Daten und die Zahlen sind deutlich gesunken. Die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht, die müsste ich einmal nachgucken. Aber Sie können es nachreichen, ja. Okay. Reichen wir gerne nach. Gut, dann freuen wir uns auf die neuen Daten. Und für Bündnis 90 Die Grünen bin ich die Berichterstatterin. Insofern setze ich den anderen Hut auf. Es wird ja Zeit, dass wir uns jetzt damit befassen. Eigentlich wollten wir das ja im vergangenen Jahr schon machen. Ne? Und trotz der Verzögerung werden wir uns natürlich das genau anschauen und auch gründlich beraten. Der VZBV hat ja jetzt eine Umfrage gestartet, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher die Erfahrung gemacht haben. Wir sind gespannt auf die Erkenntnisse. Ich habe mir die Mühe gemacht und mir das Formular mal angeschaut, um zu melden, wenn ich unterversorgt bin oder meine unterversorgt zu sein. Und wir wissen ja, dass Breitbandmessungen insgesamt sehr aufwendig sind. Manchmal muss man sich ja dafür Urlaub nehmen, um diese ganzen Messungen machen zu können. Jedenfalls, wenn ich also die erste Frage sehe, dann glaube ich, ist das schon schwer zu verstehen. Da steht, das Recht auf Versorgung mit Telekommunikationsdiensten gewährt eine Versorgung mit insbesondere 10 Megabit pro Sekunde im Downlink für 30 € monatlich. Sind Sie bereit, auf das Einfordern der Mindestversorgung zu einem Preis von monatlich ca. 30 € zu verzichten, wenn Ihnen stattdessen leistungsfähigere Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen? So, da kann ich jetzt sagen, ja, ich bin bereit dazu, wenn ich das anklicke, dann kann ich den Antrag nicht weiter fortführen. Dann erscheint nämlich in Rot. In diesem Fall greifen Sie doch bitte auf den freien Markt verfügbare Produkte zurück, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Aus diesem Grund ist eine Absendung des Kontaktformulars nicht möglich. Die Schaltfläche weiter ist inaktiv. Also wieder zurück. Ja, ich bin nicht bereit dazu. Dann erscheint etwas abgekürzt der Hinweis wiederum in Rot. Bitte beachten Sie, dass eine Verpflichtung durch die Bundesnetzagentur ausschließlich zu den Leistungsparametern aus der TKMV erfolgen kann. Diese liegen bei 10 Mbit im Download und 7 Mbit im Upload. Insbesondere besteht kein Anspruch auf eine leitungsgebundene Versorgung durch besondere Technologien wie Glasfaser. Und das vollständige Verfahren vom Eingang Ihrer Nachricht bis zur Herstellung der Versorgung dauert nach den gesetzlichen Bestimmungen ca. 14 Monate. Im Einzelfall kann dieser Zeitraum unter- oder überschritten werden. 14 Monate ist natürlich ganz schön lang. Das schreckt ja ab. Übrigens, wenn ich die Frage nach dem Festnetz mit Ja beantworte, ist es wieder inaktiv. Also das heißt, ich werde die ganze Zeit in irgendwelche Sackgassen geführt, und wundere mich, dass trotzdem 5.000 Eingaben gemacht worden sind. Also die Not muss ziemlich groß sein, schätze ich mal.
Also es gibt ja gesetzliche Vorgaben, wie Formulare geschrieben werden müssen. Ich glaube, die Bundesnetzagentur könnte hier deutlich besser werden. Vielleicht auch die Erfahrungen aus dem Beschwerdesystem für den DSC mit übernehmen. Ich weiß es nicht, aber da ist, glaube ich, einiges Luft nach oben. Das war jetzt ein Statement. Ich gebe jetzt erstmal weiter. Die Fragen stelle ich dann in der zweiten Runde. Für die FDP der Volker Redder. Ich habe mich gerade gewundert, dass, wann denn deine Frage kommt, aber die hören wir dann gleich. Ja, super. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde es erstmal toll, dass Sie als Mindeststandard die Geschwindigkeiten erhöhen haben, Down- und Upload. Ich frage mich, Latenzen spielen ja auch noch eine Rolle. Also nicht nur in der persönlichen Kommunikation, da redet man ja von 25 Millisekunden schon oder 250 Millisekunden bei Sprache. Und die Latenzzeit ist noch relativ hoch, ich glaube bei 150 Millisekunden. Das ist jetzt für so einen Gamer, ich bin jetzt keiner, aber ich frage mal für die hier Leute, die online gamen, ist das nicht so cool? Warum kann man da nicht noch was machen? Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Und Herr Dotz hat vorhin schon einen Teil der Antwort vorweggenommen. Wir reden hier von der absoluten Mindestversorgung. Und in der Tat, es war auch für uns in allen Diskussionen nicht ganz leicht, das immer wieder zu begründen. Wir haben versucht, Analogien zum Mindestlohn oder Mindeststandards oder Ähnlichem zu wählen. Niemand möchte gerne eine Mindestversorgung haben. Also der Gamer als allerletzter. Dafür habe ich volles Verständnis. Aber das ist nicht Sinn und Zweck dieses Gesetzes. Sinn und Zweck dieses Gesetzes war die Mindestversorgung. Also für jemanden, der irgendwie gerade noch im Online-Schulbedarf oder in seiner beruflichen Tätigkeit oder seiner Mindestkommunikation versorgt werden soll. Darum verstehe ich total das Anliegen. Ich würde auch gerne auf sowas reagieren können. Aber das wäre die komplett falsche Grundlage. Und Sie würden dann die Bundesnetzagentur dafür kritisieren, dass sie dieses Gesetz übermäßig in Anspruch nehme, wenn wir der absolut legitimen Wunsch nach 25 Millisekunden Latenz für Gamer nachkommen würden. Dann hätte ich meine Kompetenzen weit überschritten. Ja, Sie müssen einfach nur definieren, was Gaming bedeutet. Bei Schach und Tic-Tac-Toe ist das dann völlig egal, wie Latenzzeit ist. Okay, gut. Die Eingabemaske der Bundesnetzagentur ist eben schon von Tabea Rösner kritisiert worden. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Ich nehme jetzt wahrscheinlich eine Frage vorweg, aber das wollte ich tatsächlich auch fragen, ob es denn geplant ist, dass die Eingabemaske vielleicht mal überarbeitet wird, vereinfacht wird, Usability-Kriterien gelten, so eine ISO. Da gibt es ja so eine ISO, ne? Nachdem man das machen könnte. Ich danke beiden Abgeordneten und der Frau Vorsitzenden für diesen freundlichen Hinweis. Ja, wir werden uns das auch noch mal angucken, ob die Maske noch nutzerinnen- und nutzerfreundlicher gestaltet werden kann. Wir werden uns bemühen. Eine Ergänzung, wenn ich das schnell hinterher schicken kann. Für die 14 Monate ist die Bundesnetzagentur allerdings nicht verantwortlich. Das sind die Fristen, die wir aus dem Gesetz entnommen haben. Gut, dann Herr Neujock von der AfD-Fraktion. Danke, Frau Vorsitzende. Im Tagesspiegel vom 30.05.2024 wurde zuletzt moniert, dass es sich beim Recht auf schnelles Internet um einen Papiertiger ohne Wirkung handle. So hätten 2023 1,2 Millionen leistungsgebundene Anschlüsse unter einer Downloadgeschwindigkeit von 10 Megabit pro Sekunde gelegen. Wie wollen Sie jetzt die Lücke zwischen Recht und Realität effektiv schließen? Sehr geehrter Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Allein schon die Existenz des Gesetzes und ihre erstmalige Umsetzung haben nach unserer Erfahrung schon Konsequenzen gezeigt. Wenn Sie mich fragen, wo die Diskrepanz zwischen den ca. 5.500 Eingebungen und dem einen Fall, den wir bisher lösen mussten konnten, liegt, dann liegt das darin, dass schon auf dem Weg dahin viele Telekommunikationsunternehmen reagiert haben. Die wollten gar nicht erst abwarten, bis sie von der Bundesnetzagentur oder bis jemand von der Bundesnetzagentur verpflichtet wird. Das heißt, Ziel oder Qualitätsaussage der ganzen Verordnung ist nicht, wie viele wir am Ende verpflichtet haben, sondern ob bis dahin Menschen geholfen wurde. Das konnten wir durchaus sehen. Und insofern haben wir eine direkte Wirkung, der erste Musterfall, und eine indirekte Wirkung, wo Telekommunikationsunternehmen das von sich aus tun. Beides halte ich für verbrauchergerecht und Sinn und Zweck des Gesetzes. Ist mittel- bis längerfristig
angesichts der dynamischen Entwicklung, etwa in den Bereichen E-Commerce, Videostreaming, autonomes Fahren oder dem Internet der Dinge, mit einem weiteren Anpassungsbedarf der TKMV zu rechnen? Und wenn ja, wie schätzen Sie diesen ein? Vielen Dank. Sie kennen das Verfahren, was wir jetzt erstmalig durchlaufen haben. 4 Gutachten mit dem Ausschuss abgestimmt. Das war schon ein sehr, sehr intensives Verfahren. Ich würde auch bei der Gelegenheit zur Diskussion stellen wollen, ob das sozusagen ein Standardmaßstab wäre oder ob wir hier nicht was Schlankeres sozusagen finden könnten. Aber ansonsten stellen wir uns darauf ein, dass wir die verschiedenen Kriterien, die zu berücksichtigen sind, natürlich auch dynamisch betrachten und, wenn es angemessen ist, daraus Konsequenzen ziehen. Ich erinnere trotzdem noch mal daran, wir reden von der Mindestversorgung. Nicht das, was wir alle gerne hätten, sondern nur die Mindestversorgung. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bislang ergriffen, damit die Verbraucher über ihre Rechte und die ihnen zustehende Mindestversorgungsleistung umfassend und transparent informiert sind? Wo sehen Sie gegebenenfalls Ihr Nachholbedarf? Die Bundesnetzagentur hat in dem Bereich ja schon umfassend informiert. Insofern haben wir jetzt keinen Bedarf mehr gesehen, weitere Informationen weitergehend zu informieren. Vielen Dank. Und für die Gruppe Anke Domscheinberg. Ja, herzlichen Dank. 14 Monate hat dieser erste Fall ja nicht gedauert, sondern wahrscheinlich vom Beschwerde zu Internet werden es 27 Monate dann gewesen sein, wenn es keine Klage von Starlink gibt. Wie kann man denn diese etwas unzumutbare Verfahrensdauer künftig reduzieren? Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, jeder erste Pilot braucht seine Zeit. Ich denke, das ist bei jedem Verfahren, wenn man erstmalig etwas durchexerziert. Es gibt sowohl Optimierungsmöglichkeiten bei der Bundesnetzagentur, wo wir auch die Möglichkeiten haben, kürzere Fristen festzulegen. Das haben wir übrigens auch schon bei der ersten Verpflichtungsentscheidung bereits getan. Es hätte also noch länger dauern können, obwohl es schon lange genug gedauert hat. Zweitens gehen wir davon aus, dass es keine vergleichbaren rechtlichen Auseinandersetzungen mehr geben muss, sondern dass sich auch der Markt daran gewöhnt, dass dieses Gesetz ernst gemeint ist und die Bundesnetzagentur es auch ernst umsetzt an der Stelle. Und insofern bin ich hoffnungsvoll, aber das wird die Praxis zeigen, dass wir bei weiteren Verpflichtungsnotwendigkeiten schneller sind als beim ersten Mal. Vielen Dank. Dann wüsste ich noch, was ist denn der Mehrbedarf an Stellen fürs nächste Haushaltsjahr, um das sinnvoll und nutzerfreundlich diese Beschwerden zu bearbeiten? Insbesondere, wenn es zu einer Erhöhung der Mindestbedarfe kommt. Ich bitte um Nachsicht. Darüber mache ich mir gerne im Nachhinein Gedanken und teile Ihnen das mit, oder das BMDV beantwortet das. Ich kann das gerne beantworten. Wir haben der Bundesnetzagentur 22 Stellen da zur Verfügung gestellt. Davon sind 19 besetzt. Ich würde erst mal sagen, das ist erst mal eine auskömmliche Stellenbesetzung. So, vielen Dank. Wir starten in die zweite Runde. Nochmal Johannes Schätze für die SPD-Fraktion. Herzlichen Dank. Ich komme nochmal auf den Block Erschwinglichkeit zu sprechen. Jetzt bitte keine juristische Antwort, sondern eine mathematische. Aber ab wann ist ein Vertrag erschwinglich? Also der Begriff der Erschwinglichkeit wird ja hier benutzt im Zusammenhang mit der TKMV. Und da können Sie aus den im Internet veröffentlichten Unterversorgungsfeststellungen ableiten, dass ein monatlicher Preis von derzeit ca. 30 Euro für die 10 Megabit pro Sekunde als erschwinglich angesehen wird. Dann die weiterführende Frage. Also angenommen, ich habe einen Anspruch auf TKMV und mir buddelt eine Glasfaserleitung. Jetzt wird mich ja keiner mit exakt 10 Megabit versorgen. Die werden mich mit einer Glasfaserleitung versorgen. Und wenn man sich die Verträge, die so im Land kursieren, anschaut, dann beginnen die bei einer Glasfaserleitung irgendwo bei 100 oder 250 Mbit und beginnen irgendwo zwischen 40 und 55 Euro. Das ist ein bisschen höher als die 30. Also habe ich dann noch immer Anspruch auf eine TK-Leitung, weil ich noch immer laut Definition mindestversorgt bin? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Hintergrund der Frage richtig verstehe. Aber wie du ja vorhin zu Recht gesagt hast, wir haben jetzt für den ersten Fall eine andere Lösung gewählt. Also es gibt ja eine andere Technologie. Und wir sind schon angehalten, auch immer die günstigste Technologie zu wählen. Wird Starlink dann den Vertrag für 30 Euro anbieten? Also das Unternehmen, welches wir verpflichtet haben, und die Bundesnetzagentur nimmt zur Kenntnis, dass Starlink für das Unternehmen gehalten wird. Dieses Unternehmen ist verpflichtet,
die Grundversorgung zu den derzeit 30 Euro zu erbringen. So okay. ist das. Okay, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten auch zu versorgen, jetzt ein bisschen weg von dem genannten Unternehmen hin zu möglichen Mobilfunklösungen. Jetzt haben wir beim Mobilfunk ja so ein bisschen das Problem, dass die Bandbreite nie garantiert werden kann. Also die Zelle kann auch überlastet sein. Ist Mobilfunk trotzdem aus Ihrer Sicht eine Option, eine Mindestversorgung sicherzustellen? Ja. Braucht es dafür jetzt noch Änderungen an der Verordnung oder am Gesetz, weil ich dann ja laut Definition wieder unterversorgt sein könnte? Solche Änderungen brauchen wir nicht. Wir haben natürlich im Gesetz auch unbestimmte Rechtsbegriffe, die wir aber auslegen können, um da auch im jeweiligen Einzelfall die entsprechende Rechtssicherheit herzustellen. Es ist natürlich stets eine Einzelfallbetrachtung. Dann komme ich nochmal zurück zum Thema Mobilfunk plus Erschwinglichkeit. Jetzt gibt es ja von allen Bestandsmobilfunkanbietern so entweder Hybridlösungen oder tatsächlich klassische Internetlösungen basierend auf Mobilfunk, also GigaCube, whatever, von allen vier. Die kosten alle über 30 Euro. Würden die dann auch für 30 Euro verpflichtet werden? Und gibt es eine Datenvolumensbegrenzung? Also die TKMV sieht in der derzeitigen Fassung keine Volumenbegrenzung vor. Das bedeutet, wenn sich ein Endnutzer an uns wendet und geltend macht, dass die Versorgung vor Ort einschließlich des Mobilfunks die 10 Megabit pro Sekunde nicht zum erschwinglichen Preis erbringen kann, dann wird die Bundesnetzagentur, und das hat sie auch schon, ihre Verfahren einleiten, das gegebenenfalls auch nachmessen mit dem Prüf- und Messdienst, der in der Fläche verteilt ist. Und wenn sich andere Technologien eben nicht als kosteneffizient erweisen, soweit das der Fall ist, kommt dann der Mobilfunk in dem jeweiligen Einzelfall auch in Betracht, dass ein Mobilfunknetzbetreiber verpflichtet wird, die erschwingliche Grundversorgung zu erbringen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja. Die Zeit läuft davon. Hans-Jörg Durz für die CDU, CSU-Fraktion. Vielleicht kommen ja auch Fragen in die Richtung, wo Sie noch weiter antworten können. Vorher wurde von Kollegen schon Kritik an dem Formular geäußert. Das ist eine dieser bürokratischen Hürden, die dazu führen, dass vielleicht die Meldungen nicht so ausfallen, wie sie erwartet worden wären. Ein anderer Aspekt ist ja dieses Messtool, beziehungsweise die Vorgehensweise beim Nachweis, bei der Messung. Gibt es denn da Ideen, wie man das anders gestalten könnte? Also für solche Vorschläge ist die Bundesnetzagentur sicherlich offen. Es ist ein Schnittstellenthema, nicht wahr, wie wir das gestalten mit der Breitbandmessung, weil die eben auch schon für Bestandskunden gilt. Ja, wir nehmen das in jedem Fall mit und sind da offen für Vereinfachungen auch. Und schlicht die Vorgabe, dass man innerhalb von drei Tagen 30 Mal messen muss, hat sich das bewährt oder gibt es da auch Ideen, das vielleicht zu vereinfachen? Also ich habe jahrelang dieses kritisiert in meiner vorherigen Funktion und habe mich durchaus belehren lassen, weil wir eben auch gegenüber den TK-Unternehmen rechtssicher argumentieren müssen oder die Person gegenüber, der Verbraucher gegenüber dem Unternehmen rechtssicher argumentieren muss, dass wir eine gewisse Hürde nehmen müssen. Sollte es im Gesetz uns da eine Erleichterung geben, wären wir die Ersten, die sagen, juhu, das übernehmen wir gerne. Aber auf dem jetzigen Stand, um das Recht auch nachher wirklich durchsetzen zu können, glauben wir, befürchten wir, es ist dieses Verfahren notwendig. Und dann wachsen ja die Datenraten sehr stark an und im Grunde müssten dann auch diese Mindestraten dynamisch wachsen, ein Stück weit. Und Sie glauben, dass das damit abgebildet ist, mit dem Vorschlag, der jetzt vorliegt? Genau, zum jetzigen Zeitpunkt mit den Gutachten und den Abläufen, die wir jetzt zuletzt hatten, gehen wir davon aus, dass wir eben auch für mehr Personenhaushalte, das war ja auch in der Ausschussdiskussion mit den Gutachten, die wir abgestimmt haben, eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Frage, dass wir jetzt eine angemessene Mindestversorgung mit dem neuen Vorschlag unterbreitet haben, wo wir uns jetzt eben auf das Einvernehmen mit der Bundesregierung und dem Parlament freuen. Und die Bundesregierung, die würde diese Einschätzung teilen. Sie sagen auch, diese vorgeschlagene Datenrate ist ausreichend für die Mindestversorgung aktuell. Ja. Okay, dann keine weitere Frage mehr.
So, dann habe ich eben als Bündnis 90 Die Grünen Vertreterin mit Wohlwollen gehört, dass man sich das nochmal angucken möge. Und das ist auch, glaube ich, notwendig, weil Fragen, die in die Irre führen, die sollte man vielleicht gar nicht erst stellen. Ich würde aber ganz gerne noch mal auf die Datenlage eingehen, weil die war ja eben angesprochen worden. Und die Bundesnetzagentur hat ja sehr umfangreiche Daten jetzt zusammengestellt über die haushaltsscharfe Versorgung in Deutschland. Sind denn daran auch Trends abzulesen, was die Notwendigkeiten für die Zukunft für eine bessere Versorgung irgendwie bedeuten? Und dann tatsächlich auch, muss es Anpassungsbedarf da geben? Sind diese Trends irgendwie erkennbar? Ich habe keine Nummern bei mir. Ja, es gab einen Trend und zack. So, wenn wir uns die Datenabfrage in den letzten Jahren angucken, dann haben wir zum Beispiel im Bereich des Downloads 2021 noch 6 Mbit gesehen, 22, 23, 10 und jetzt eben zum Schluss bei 23, 24 die schon erwähnten 16,7. Das heißt, wir sehen einen Trend, der in die erwartungsgemäße Richtung geht. Wenn wir uns den Bereich des Uploads angucken, dann sehen wir eine etwas moderatere Entwicklung. Die war zweimal, nämlich 2021, 2023 bei 0,7 und ist jetzt bei 1 Mbit in der letzten Datenabfrage gelandet. Also ein moderaterer Trend. Und darum gibt es ja ein dynamisches System. Und wie eingangs bemerkt, wenn es sozusagen ein schlankes, gutes Verfahren gibt, das jeweils auch abzubilden, dann freuen wir uns darauf. Gut, und das dann auch ein bisschen schneller vielleicht funktioniert. Was ich noch mal ansprechen wollte, ist den Anpassungsbedarf, den es möglicherweise gibt im Gesetz. Es wurde ja angesprochen, dass zum Beispiel die 14 Monate dort festgelegt sind. Andere Dinge sollten, oder sieht die Bundesnetzagentur jetzt keinen Anpassungsbedarf, aber welchen Anpassungsbedarf sieht die Bundesnetzagentur in Bezug auf das Recht auf Versorgung, zum Beispiel was die Zeiten angeht, die Fristen oder andere Themen? Gibt es da Vorschläge? Meine Bitte wäre, uns einfach noch ein bisschen Erfahrungsraum zu ermöglichen. Das Gesetz ist vergleichsweise frisch und neu. Wir haben einen ersten exemplarischen Fall durchexerziert, der für uns wie für die TK-Unternehmen neu war. Dass die TK-Unternehmen von dieser TK-Mindestversorgung nicht begeistert waren, muss niemand verwundern. Das hat der Markt damals nicht gutiert. Das hat das Parlament auch gegen viele Bedenken und Kritiken des Marktes beschlossen. Das war genauso gewollt. Und dass die sich wehren im Rahmen ihrer rechtsstaatlichen Möglichkeiten, ist ihr gutes Recht. Jupp, mich hat das auch ein wenig geärgert, weil es lange Zeit gekostet hat. Aber wenn wir jetzt nicht die Erfahrung machen, dass das der Dauerzustand ist, sondern wir zu einem eingeschwungenen System kämen, dann, glaube ich, können wir schneller sein. Das Gesetz sieht jetzt schon Ermessensmöglichkeiten der Bundesnetzagentur vor. Wie gesagt, haben wir schon mal genutzt, wollen wir weiter nutzen. Und wenn wir vielleicht ein, zwei Jahre schlauer sind, dann würden wir von uns aus dem Parlament noch mal Vorschläge machen können, wo wir sagen, das wäre gut, wenn wir das verändern. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion noch mal Volker Redder. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie haben das ja so ein bisschen verglichen eben, also Mindeststandard mit Mindestlohn. Gibt es eine regelmäßige Mindeststandardkommission, die dann einmal im Jahr den neuen Mindeststandard festlegt aufgrund der empirischen Daten? Das machen wir doch jetzt politisch. Jeder Vergleich hinkt, das ist mir vollkommen bewusst. Im Kern sind Sie das oder sind wir Teil des Ganzen. Weil über das schon beschriebene und vereinbarte System haben wir das wissenschaftlich untermauert. Noch ein letztes Mal, vielleicht kann man das auch ein wenig verschlanken. Und dann gibt es ein Verfahren mit den diversen Einvernehmensregelungen. Und im Kern ist das in dem hinkenden Vergleich die Mindestlohnkommission, die Sie erwähnt haben. Gut, also wir sind jetzt die Mindestgeschwindigkeitskommission. Finde ich gar nicht schlecht. Gut, wie planen Sie denn mit Meldungen umzugehen, die Sie nach den alten Regelungen noch nicht erfasst haben, aber nach den neuen Regelungen jetzt erfasst worden sind? Ja, bei solchen Meldungen, das deutet ja an, auch Übergangszeiträume, da schauen wir tagesaktuell auf den aktuellen Bedarf. Im Zweifel auch durch Rückfragen bei der Bürgerin, bei dem Bürger, ob eben zu den voraussichtlich, ich möchte hier nicht vorgreifen, aber zu den hypothetisch angehobenen Werten auch die Bereitschaft besteht, dann den voraussichtlich höheren Preis zu bezahlen. Immer nach dem aktuellen Bedarf. Können Sie, haben Sie sowas wie eine, ich will gar keine absolute, aber eine prozentuale Zahl eigentlich? Sie hatten ja eben schon mal Zahlen genannt, wo eine Unterversorgung festgestellt worden ist.
Habe ich anscheinend nicht zugehört oder nochmal eine Nachfrage eben. Also wenn wir, wenn wir zugrunde legen, die ca. 5.500 Eingaben, die wir haben in den letzten rund 2 Jahren, wir haben ca. 30 Unterversorgungsfeststellungen, also sind wir da in einem Bereich unter 1%. Ja. Gut. Wir reden da überwiegend von privaten Personen oder sind da auch Unternehmen von betroffen? Es sind letztlich bei den Eingaben hält es sich die Waage. Bei den Unterversorgungsfeststellungen sind ausschließlich Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen, weil wir in den Fällen, die wir prüfen, beobachten, für Unternehmerinnen und Unternehmer ist der erschwingliche Preis kein Kriterium. Und da ist die Versorgung nach unserer Prüfung gegeben. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Mindestgeschwindigkeitskommission. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion nochmal Herr Neujock. Danke. Ja, ich musste jetzt lachen, weil 1,7 Megabit ist ja eigentlich nichts. Ja, gerade in der heutigen Zeit, wenn man mal Filme und Fotos hochladen möchte, dann verhungert man dabei. Und ich wohne in einer Gegend, da ist man auch nicht gerade davon gesegnet mit hohen Download- und Upload-Raten. Und insbesondere, wenn es über Mobilfunk geht, hat man dann mal unter der Woche oder in der Nacht hat man dann so mal so 30, 40 Megabit. Aber am Wochenende wird es dann richtig enge, weil da liegen wir bei 2 oder 3. Und wenn ich aber einen Anspruch eigentlich habe von 10 Megabit, wie verhält sich das? Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Und ich würde die versuchen, so zu beantworten, genau aus der Erkenntnis, aus den 4 mit dem Ausschuss abgestimmten Gutachten und den 9 Vorschlägen, die wir jetzt vorgelegt haben, haben wir Konsequenzen gezogen. Und darum ist ja der Vorschlag der Bundesnetzagentur auf 15 Mbit pro Sekunde für den Download und 5 Mbit pro Sekunde für den Upload zu gehen, um genau die sich verändernde Lebensrealität wiederzuspiegeln. Und nochmal, es ist eine Mindestversorgung. Es ist nicht das, was wünschenswert und Durchschnitt wäre. Ja, das ist ja das Nette, Mindestversorgung. Ich habe ja gerade gesagt, ne, wir liegen dann bei 3, 4 oder 5 Megabit am Wochenende, weil dann alle online sind, keine Ahnung. Und wir reden von einer Mindestversorgung hier von 10 Megabit. Jetzt reden wir von einer Mindestversorgung von 16 Megabit. Wie will man denn das gewährleisten, wenn man es noch nicht mal schafft, die 10 Megabit zu bekommen, sondern nur mal 5 oder 6? Herr Abgeordneter, ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber in den letzten Monaten hat die Bundesnetzagentur mit dazu beigetragen, die alten Werte zu ermöglichen. Entweder durch die eine exemplarische Festlegung oder aber schon durch das Verfahren, in dem viele Telekommunikationsunternehmen den Verbraucherinnen und Verbrauchern Angebote gemacht haben oder die Verbraucherinnen und Verbraucher sich für andere Angebote entschieden haben. Das heißt, es hat sozusagen aufgrund der alten Werte Verbesserung für die Menschen gegeben. Und genauso würden wir Einvernehmen vorausgesetzt mit den neuen Werten verfahren. Na, da muss ich mich mal bei der Telekom erkundigen mit ihrem Hybridtarif, weil das haut nämlich nicht so ganz richtig hin. Und da hätte ich noch kurz eine Frage, wie viele Klagen von Telekommunikationsunternehmen sind der Bundesregierung bislang bekannt, die sich auf die Feststellung einer Unterversorgung beziehen? Weiß ich nicht. Also von den ca. 30 Unterversorgungsfeststellungen wurden praktisch alle beklagt. Zahlreiche Klagen haben sich unterdessen erledigt. Gut, vielen Dank. Ich habe es am Anfang nicht gesagt. Dieser Gong ist 10 Sekunden vor Ende der Zeit. Also das heißt, man kann noch Sätze zu Ende führen oder einen Gedanken. Dann kommen wir zu Anke Domscheit-Berg für die Gruppe Die Linke. Danke. Ganz kurze Frage vorneweg. Wenn von 10 Mbit auf 15 erhöht wird, ist das ja ungefähr noch mal ein Drittel obendrauf oder sogar die Hälfte. Erhöht sich dann auch der 30-Euro-Preis um ein Drittel oder die Hälfte, je nach Rechnung? Also die Bundesnetzagentur ist dabei, entsprechende Datenabfragen zu starten. Ob das jetzt so ein linearer Zusammenhang ist, dass dieser Anstieg der Datenrate 1:1 durchschlägt auf den Preis. Ich würde da ein Fragezeichen ranmachen tatsächlich. Okay.
Dann fehlt ja seit der TKG-Novelle 2021 den NutzerInnen das erforderliche Messinstrument der BNetzA, um Verbraucherrechte bei Schlechtleistung auch einfordern zu können, vor allem bei schlechtem Mobilfunk. Der VZBV, der hat ja 15 Euro pauschales Minderungsrecht gefordert. Daher meine Frage an die BNetzA, wann kommt das Messinstrument für Mobilfunk, und an das BMDV, wann kommt die Anpassung des TKG, um eine pauschale Minderung zu ermöglichen? Keiner will. Frau Abgeordnete, das Minderungsregime im Mobilfunk, nach meinem Kenntnisstand betrifft es eben nicht direkt die TKMV-Versorgung, die sich auf den festen Standort betrifft. Deshalb bitte das mit großem Vorbehalt. Es gibt ein Papier der Bundesnetzagentur aus dem Spätsommer 2022 mit Vorschlägen dazu. Und zu der Frage von Ihnen, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, die gerade diskutiert wird. Gut, vielen Dank. Dann sind wir am Ende der Beratung dieses Tops. Wir nehmen den Bericht zu Top 3a zur Kenntnis. Und Top 3 haben wir damit anberaten und werden ihn zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufrufen und abschließen. Ja, 3b. Gut, habe ich was falsch gesagt? Also Top 3b haben wir jetzt anberaten und wird später dann abgeschlossen. Ich danke ganz herzlich den Gästen, die jetzt wieder gehen, aber einige bleiben auch noch, weil wir ja den Tagesordnungspunkt 4 haben, der wieder öffentlich ist und der auch wieder mit der Bundesnetzagentur stattfindet. Und zwar geht es nämlich um den Bericht der Bundesregierung zum Stand des Aufbaus des Koordinators für digitale Dienste oder Digital Services Coordinator, wie auch immer man ihn nennt. Wir haben das in Selbstbefassung aufgerufen und nehmen dann den Bericht zur Kenntnis. Wir haben als Gäste im Ausschuss einmal vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr weiterhin die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert. Und dabei ist auch Dr. Armin Jungblut, sozusagen der Vater des Digitalen Dienstegesetzes in Deutschland, der Leiter des Referats Rechtsrahmen Digitale Dienste Medienrecht und noch weiterhin den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Herzlich willkommen allen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass es 3 Minuten jeweils vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und von der Bundesnetzagentur ein Eingangsstatement gibt. Dann machen wir eine Debattenrunde mit einer Redezeit von 4 Minuten pro Fraktion. Und die Gruppe Die Linke erhält die Hälfte der Redezeit. Und ich weise noch mal auf den Gong hin, aber das wissen ja inzwischen alle Beteiligten. Und dann können wir loslegen. Ich nehme an, Daniela Kluckert startet. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Am 14. Mai haben wir ja das Digitale Dienstegesetz in Kraft treten lassen können. Und ich will noch einmal sagen, dass wir da auch in Europa weit vorne sind oder mit vorne sind bei der Thematik der Umsetzung des DSA. Am selben Tag hat die Koordinierungsstelle für digitale Dienste in der BNetzA ihre Arbeit auch offiziell aufgenommen. Und am 28. Mai hat die BNetzA dann auch zum ersten Mal in Europa mit vollem Stimmrecht an der Sitzung der Europäischen Gremiums da teilgenommen. Und hier vielleicht auch noch einmal an dieser Stelle zu sagen, dass das natürlich auch neben der Aufsicht über die kleineren Plattformen auch ein unglaublich wichtiger Teil der Arbeit des Digital-Dienste-Koordinators ist, da in Europa mitzuarbeiten an der Umsetzung des DSA. Die Koordinierungsstelle hat im Haushalt derzeit 15 Stellen erhalten. Wir erwarten da aber auch eine Aufstockung. Wir haben gerade die Gespräche. Das ist am Anfang einfach so, dass das noch etwas einfach dauert. Auch mit dem BMJ, BMWK und das BMDV sind da in Verhandlungen auf Ressortebene, wie viele Stellen vom Bundesamt für Justiz auf die BNetzA übergehen. Da gibt es aber noch einige Fragen, auch die einfach offen sind und die zu klären sind. Zum detaillierten Aufbau der Koordinierungsstelle, da weiß natürlich der Präsident der BNetzA viel besser Bescheid, als ich das weiß. Und deswegen würde ich Sie bitten, da auch an dieser Stelle zu übernehmen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatssekretärin. Vielen Dank für die nette Überleitung. Ich will vorwegschicken, es war ja absehbar und dankenswerterweise hat uns ja auch das BMDV rechtzeitig mandatiert, sodass wir eben nicht erst mit
Unterzeichnung des Bundespräsidenten tätig werden konnten, was vielleicht eine klassisch behördliche Herangehensweise für so ein Thema wäre, schon seit einem guten Dreivierteljahr unterwegs sind. Umgekehrt hat auch die EU-Kommission alle designierten oder Proto-DSCs schon an allen Verfahren beteiligt. Und ich meine, ich konnte hier oder zumindest auch in unserem Beirat schon mal ausführen, dass wir uns insbesondere mit den französischen, den holländischen, irischen Kolleginnen und Kollegen untergehakt haben, um eine ganze Menge an Abstimmungsprozessen schon im letzten Dreivierteljahr auf den Weg zu bringen. Das konnten wir im Rahmen unserer bescheidenen Ressourcen schon gewährleisten. Und insofern gab es eine gewisse Vorarbeit, auf die wir jetzt natürlich zurückgreifen können. Organisatorisch sind wir gerade dabei, mit unseren beiden Mutterhäusern eine entsprechende Struktur sozusagen vorzuschlagen, mit der diese Aufgaben dann vielleicht auch vorübergehend dauerhaft in der Bundesnetzagentur wiedergespiegelt werden. Und auf die Stellenverhandlungen hat Frau Staatssekretärin gerade schon hingewiesen. Unser Ziel wäre, 5 Teams oder 5 Aufgabenbereiche zu definieren. Eine wird sich mit Grundsatz- und Zertifizierungsaufgaben, eine mit der nationalen Koordination, Stichwort Behörden, Verbände, Zivilgesellschaft, eine dritte mit dem Beschwerdemanagement und den IT-Verfahren zu den Schwester-DSCs beschäftigen, eine vierte mit der nationalen Aufsicht, einschließlich von Bußgeld- und Verwaltungsverfahren, und eine fünfte mit der EU-Koordination, einschließlich der systemischen Risiken. Wenn Sie mich fragen würden, was wir jetzt gerade schwerpunktmäßig tun, dann ist das in erster Linie tatsächlich die Unterstützung der EU-Kommission. Kommissar Breton hat sehr, sehr klar und deutlich die ersten Verfahren öffentlich angekündigt. Die müssen von allen 27 DSCs eben unterfüttert werden. Die wenigsten Menschen beschweren sich in Brüssel, wenn sie irgendwo Kritik haben, sondern bei ihren nationalen Behörden. Und dieses ist ja dann Aufgabe der DSCs zu bündeln und zusammen. Zweitens, wir stellen unsere Kommunikationskanäle bereit. Ich habe das eben vielleicht als Lob für unsere Webseite verstanden, zumindest in Abgrenzung zu dem eben diskutierten Thema, wenn es um Meldeformulare geht, die IT-Systeme, die hinterlegt werden müssen, Antragsformulare etc. Dritter Schwerpunkt ist der Datenzugang für Forscherinnen und Forscher. Sie wissen, der DSC lebt nicht nur dadurch, dass Behörden ihn umsetzen, sondern dass er Dritte befähigt, mit beizutragen, dass sich Plattformen an Recht und Gesetz halten. Und insofern ist für uns erstens der Zugang für Forscherinnen und Forscher wichtig und zweitens die Vorbereitung der Zertifizierung von sogenannten Trusted Flaggern und außergerichtlicher Streitbeilegung. Das heißt, wir wollen Dritte befähigen, zur korrekten Tätigkeit von Plattformen mit beizutragen. Es gibt eine ganze Reihe von Gesprächsanfragen, denen wir gerade nachkommen. Viel Austausch mit Verbänden, weiteren Behörden, der Zivilgesellschaft und Unternehmen. Und insbesondere das Thema Integrität von Wahlen steht ganz vorne. Die EU-Kommission hat am 24. April einen Stresstest Wahlen durchgeführt. Daran war die BNetzA intensiv beteiligt. Und wir sind in vielen Plattformen im Gespräch, um genau vielleicht noch ein bisschen für die Europawahl, aber dann vor allem mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst und die Bundestagswahl nächsten Jahres Vorbereitungen zu treffen. Vielleicht so viel für die Einleitung. Ganz herzlichen Dank. Und dann gehen wir in die Debattenrunde. Und für die SPD-Fraktion Jens Zimmermann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, Herr Präsident. Ich würde gerne die Bundesnetzagentur da noch mal rückfragen. Genau die Frage, wie sieht die Beteiligung aktuell eben bei den von der europäischen Aufsicht geführten Verfahren aus? Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Sehr geehrter Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Sie können sich das auf zwei Ebenen vorstellen. Das eine sind, ich will nicht lügen, ich glaube alle 6 Wochen die Boardsitzungen, an denen wir jetzt, wie Frau Kluckert gesagt hat, eben auch offiziell teilnehmen können. Der Unterschied ist marginal. Also die EU-Kommission hat aus eigenem Interesse darauf geachtet, dass eben auch alle Proto-DSCs in alle Diskussionen beteiligt waren. Und wer jetzt am Ende bei Abstimmung die Hand gehoben hat, ist es ein Konsensprinzip. Ziel ist, unter allen DSCs eine gleichmäßige Anwendung des Rechts zu erreichen. Und insofern muss man sich einigen. Und das Abstimmen ist, sage ich mal, dann sekundär wichtig. Das ist das eine. Das zweite waren Verfahren, wo sich eben initiiert, sage ich mal, informell durch einzelne Gruppen von DSCs, sie sich verständigt haben auf Prozedere, also was ist unser Verständnis bestimmter Rechtsbegriffe, was sind die Kommunikationskanäle, die dazu benötigt sind, sowohl juristischer Art wie auch IT-gestützter Art, wie sorgen wir dafür, dass das von Portugal bis Estland und Irland bis Malta gleichermaßen verständigt wird. Hier gibt es politisch-kulturelle Nuancen naturgemäß, aber trotzdem ist das Ziel eben, Europa einheitlich zu agieren.
Daran hat sich die Bundesnetzagentur beteiligt. Und die EU-Kommission wird eine Reihe von Arbeitsprozessen, Arbeitsgruppen einrichten, um das alles zu unterfüttern. Und auch daran sind wir beteiligt. Und weil die EU-Kommission eben mit Abstand nicht das erforderliche Personal hat, erklärt sie sich eben auf alle nationalen DCs zu verlassen. Die Iren sind super vorbildlich, die sind in dem Bereich echt klasse, was Man and Woman Power angeht. Und dann guckt man natürlich immer nach Frankreich und Deutschland, so von der Größe her. Vielen Dank. Ein Punkt, der ja auch zur Umsetzung des digitalen Dienstegesetzes gehört, ist, dass nicht die alleinige Aufsicht bei der Bundesnetzagentur liegt, sondern dass es eben auch Schnittstellen gibt zu anderen Behörden. Ich sage mal, unser politisches Ansinnen ist, Schnittstellen und potenzielle Friktionen zu minimieren, aber es gibt sie. Deshalb wäre jetzt sozusagen die Frage, wie läuft das Management der Schnittstellen? Hat das schon begonnen und welche Koordinierungskanäle sind da aufgebaut worden oder im Aufbau? Genau. Es ist niemand verborgen geblieben, dass es ja auch durchaus unterschiedliche Interessen gab im Gesetzgebungsprozess, naturgemäß. Aber es hat sich ja dann doch relativ frühzeitig abgezeichnet, welche Leitentscheidung die Bundesregierung getroffen hat. Und aus dem parlamentarischen Raum ist ja letztendlich unterstützt worden. Das war der Zeitpunkt, wo wir die Dissonanzen mit weiteren Akteuren begraben haben oder beendet haben. Und insofern gibt es inzwischen, zumindest aus unserer Sicht, und ich glaube, ich kann das mindestens für die Landesmedienanstalten, der BFDI ist ja gerade in der Übergangssituation, BKZJ und Bundeskriminalamt sagen, läuft ausgesprochen gut. Alle wollen, dass das ein Erfolg ist. Umgekehrt fühlt sich die Bundesnetzagentur sehr verantwortlich, den Erfolg auch gleichmäßig zu verteilen. Wir achten sorgfältig darauf, in all unseren Verlautbarungen mindestens den Landesmedienanstalten ausdrücklich zu danken, weil sie einen Großteil der Zuarbeit aus ihrem Aufgabenbereich, aus dem Vorlauf, den sie einfach seit Jahren haben, dem Engagement, was sie an den Tag legen, dass wir das wertschätzen und würdigen und stellen manchmal fest, dass sie verwundert sind, dass eine Bundesbehörde das tun kann. Kostet uns jetzt auch nicht so viel, aber der Ton macht die Musik. Umgekehrt sorgen wir dafür, dass alle Informationen, die in Brüssel erarbeitet werden, auch an die weiteren beteiligten Behörden kommuniziert werden. Auch das scheint nicht immer selbstverständlich gewesen zu sein, kostet uns jetzt aber auch nicht so viel, wenn wir ehrlich sind, sodass ich sagen würde, Stand heute ist das ein gutes Miteinander. Wir werden das alles in Verwaltungsvereinbarungen noch gießen. Das haben wir noch nicht getan, weil wir jetzt nicht bürokratisch, sondern möglichst kommunikativ unterwegs sein wollten. Vielen Dank. Und Katharina dos Santos-Vinz für die Unionsfraktion hat das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, Herr Präsident, für die Ausführungen. Es ist natürlich ja klar, dass viel noch umgesetzt werden muss. Sie haben jetzt gesagt, 15 Stellen sind schon drin. Wie ist denn der Zeitplan zur Besetzung dieser Stellen? Weil Sie sagten, es werden Gespräche geführt, ist klar. Aber gibt es einen Zeitplan, den Sie schon mit uns teilen können, wann die volle Besetzung erwartet wird? Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Von den 15 Stellen sind 13 Stellen aktuell besetzt. Das liegt daran, dass wir einen Aufbaustab gründen durften, wo wir Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen der Bundesnetzagentur temporär in diesen Aufbaustab überführt haben und vielleicht ein bisschen auch von der Erwartung der Kolleginnen und Kollegen hergeleitet, die natürlich gerne auch dauerhaft darin arbeiten würden. Darum war dieser Schritt auch ein vergleichsweise leichter. Und ansonsten verweise ich auf die Hinweise von Frau Kluckert. Wir warten in aller Demut ab, was jetzt weiter passiert. Und ansonsten ist das Parlament gefragt, weil Sie entscheiden über den Haushalt. Ja, vielen Dank. Sie haben ja schon dankenswerterweise geteilt, wie so Ihre Teamvorstellung ist im Ziel. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dafür werden die 15 Stellen aber vermutlich nicht reichen. Mit welcher Zielvorstellung sind denn diese 5 Teams geplant, also pro Team? Zielvorstellung ist der Erfüllungsaufwand des Gesetzes. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das 70 plus 20 im Overhead. Legen Sie mich nicht ganz genau fest. Okay, nur zum Verständnis, damit das in der Zielstruktur klar war. Ich würde gerne auch noch zum Beirat fragen, ob Sie einmal darlegen können, wie der aktuelle Stand zur Einsetzung des Beirats lautet und welcher zeitliche Ablauf dabei geplant ist. Ja, aber vielleicht gibt es ja da schon Infos, die mit uns geteilt genau, werden. Genau, das, was ich dazu beitragen kann, ist, dass wir uns über das hohe Interesse des Bundestagspräsidiums, glaube ich, freuen, das organisatorisch zwischen den parlamentarischen Geschäftsführungen auf den Weg zu bringen. Wir haben angeboten, hier unterstützend tätig zu sein. Wir kennen ja schon eine ganze Zahl an Beiräten. Einige hier im Raum sind ja auch Mitglied. Wir kennen unseren regulären Beirat, wir kennen den Eisenbahninfrastrukturbeirat, wir kennen unseren wissenschaftlichen Beirat. Also in Anführungsstrichen, ohne eine Nummerierung vorzunehmen, das ist Beirat Nummer 4. Wir haben bei uns eine eigene Stabsstelle, die Beiräte unterstützt. Unsere Vorstellung wäre, da auch diesen Beirat anzusiedeln, damit wir da möglichst effizient und synergetisch unterwegs sind. Und idealerweise entscheidet der Deutsche Bundestag vor der Sommerpause und dann wären wir soweit mit Terminvorschlägen, um nach der Sommerpause zur ersten Beiratssitzung einzuladen.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne noch fragen, Frau Staatssekretärin, Sie hatten gesagt, BMJ, BMWK, BMDV sind ja in Abstimmungen auch wegen Stellenübergänge. Und Sie sagten, da wären noch Fragen offen zu klären. Können Sie uns sagen, welche Fragen denn da zu klären sind? Das sind ja mannigfaltige Fragen. Also wie viele Fragen? Es sind einige Fragen mit Kann weg, sage ich mal, tituliert aus dem Bundesamt für Justiz, die rüberwandern sollen. Wir müssen eben insgesamt, wollen ja natürlich eine auskömmliche Versorgung mit den Stellen haben. Und das sind jetzt einfach Dinge, die dann geklärt werden müssen, wie wir dazu kommen, dass es dann auch auskömmlich mit Stellen besetzt ist. Geht es bei der Diskussion denn auch noch um den Haushalt in diesem Jahr oder wird auf der Grundlage des bestehenden Haushalts über die Stellen diskutiert? Naja, um diesen Haushalt natürlich nicht. 2024 ist ja längst vom Parlament beschlossen, aber natürlich geht es dann auch um 2025. Wird auch darüber gesprochen, wie räumlich die Stellen angesiedelt werden, also beispielsweise Bonn oder whatever? Also wenn ich eine Bitte äußern darf, uns möglichst hohe Flexibilität zu geben. Wir suchen ja traditionell Ökonominnen und Ökonomen und Juristinnen und Juristen. Das ist die Kernkompetenz der BNetzA. Das wird aber nicht der DSC sein. Der DSC wird Data Scientists, Datenanalysten, statistische Experte und Experten bedeuten. Und je mehr Freiheit Sie uns geben, diese Stellen zu besetzen, desto schneller und besser werden wir sein, das zu tun. Wir stellen uns schon vor, dass der Schwerpunkt des DSC in Bonn stattfinden wird. Wir sehen aber auch, dass wir in Mainz ein gewisses Cluster haben, wo Kolleginnen und Kollegen solche Kompetenzen mitbringen. Und ansonsten ist die BNetzA inzwischen sehr innovativ in einem Clusterpersonalkonzept, um bundesweit Menschen anzubinden, um sie einfach zu kriegen. Auch wir haben eine latente Fachkräfteherausforderung. Ja, vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen habe ich wieder den Hut auf als Berichterstatterin. Deshalb die Frage auch zu dem Beschwerdesystem, da habe ich mich ja jetzt sehr intensiv mit auseinandergesetzt, gerade auch, weil wir ja nachher den Top mit Vertreterinnen von Meta haben. Und da geht es ja auch um Accountsperrungen. Wie werden denn diese Beschwerdemöglichkeiten von Nutzerinnen und Nutzern angenommen? Also dieses System, fand ich, war ganz hilfreich und sah gut aus. Einen Punkt habe ich aber, den ich noch anmerken wollte, weil es gibt, das habe ich jetzt aus Gesprächen von vielen, denen eine Accountsperre, deren Account gesperrt wurde, passiert ist, dass sie keine Rückmeldung vom Meta bekommen haben oder von Plattformen. Was ist denn mit Nutzerinnen und Nutzern, wenn sie Kontakt aufnehmen mit der Plattform und dann keine Rückmeldung bekommen? Das kann man nicht ankreuzen in diesem Meldeformular. Vielleicht wäre das gut, das noch zu ergänzen. Vielen Dank für die Rückmeldung. Auch da ist definitiv Verbesserungspotenzial drin. Aber ich bitte noch mal um Nachsicht. Seit 3 Wochen, glaube ich, ist das Gesetz in Kraft. Natürlich hatten wir die Homepage schon vorher vorbereitet. Aber wir tun das eben mit den Ressourcen, über die wir uns gerade ausgetauscht haben. Und insofern, da ist definitiv Luft nach oben. Bisher haben uns über das Beschwerdeformular 53 Eingänge erreicht. Davon ist allerdings auch nur ein überschaubarer Teil, der sich wirklich auf die Aufgaben des DSC betrifft, wie so oft. Wenn Menschen ein Problem in der digitalen Welt haben, dann suchen sie einen Zugang, um das dort reinzugeben. Das ist menschlich total nachvollziehbar. Insofern versuchen wir, das alles sorgfältig zu filtern und jeweils an die richtigen Adressaten weiterzugehen. Es ist alles noch im Aufbau. Wir werden gerne noch besser. Es sollen ja Trusted Flagger bestimmt werden. Gibt es da schon Bewerbungen? Wie ist da das Prozedere? Genau, es gibt dazu Gespräche mit den einschlägig bekannten Akteuren aus der Zivilgesellschaft, aus Wirtschaftsverbänden, die hier in Frage kämen. Alle loten zurzeit aus, was das bedeutet. Insofern reden wir mit diesen potenziellen Antragstellern. Einige haben uns auch schon angekündigt, dass sie das bei uns einreichen werden. Die waren jetzt alle so nett, das nicht gleich am ersten Tag getan zu haben. Aber die Rückmeldungen von uns sind schon in den letzten Wochen und Monaten erfolgt. Das wurde gutiert, sodass wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich nach dem Sommer die ersten Entscheidungen treffen können. Wir haben gehört, dass 2 Forschungsdatenzugangsanträge gestellt wurden. Gibt es darüber hinaus jetzt noch mehr? Und wie ist da dieses Prozedere? Genau, das ist auch mein letzter Stand von vor, ich glaube, Ende letzter Woche an der Stelle. Auch mit denen reden wir zurzeit. Wir brauchen zurzeit noch den Delegierten Rechtsakt der EU-Kommission. Das verzögert sich durch jetzt die Abläufe, Wahlen, EU-Kommission neu etc., sodass wir befürchten, dass dieser Delegierte Rechtsakt erst im Oktober in Kraft tritt. Wir gucken, was wir trotzdem unterschwellig jetzt schon tun können. Da ist auch die EU-Kommission bemüht, das kreativ zu lösen. Aber die volle Wirkung des DSA wird sich dann erst nach diesem Rechtsakt lösen und damit rechnen wir erst im Herbst, Spätherbst.
Danke. Gibt es schon Fälle außergerichtlicher Streitbeilegung? Nein, jetzt noch nicht. Gut. Dann meine Frage an das BMDV. Können Sie sagen, wann die Bedingung für eine Ausschreibung der Leitungsposition des Digital Services Coordinators erfüllt sein werden? Also bei den Stellen, die wir vom BFJ auf die Bundesnetzagentur übertragen wollen, ist jetzt eine B2-Stelle. Das wäre also die Leitungsstelle für die Konierungsstelle und dann würde eben öffentlich ausgeschrieben, so wie im Gesetz vorgesehen. Also ja, das wollte ich gerade sagen. Hat sich was bewegt, das ist gut. Und auch hinsichtlich des Stellenzuwachses, gibt es da auch schon Erfolgsmeldungen? Es ist noch alles im Fluss. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Max Motthorst von der FDP. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde es fast ein bisschen früh, jetzt schon über den Gang der Dinge zu sprechen, wenn das Gesetz noch gar nicht so lange in Kraft ist, das wir ja verhandelt haben. Deswegen habe ich eigentlich nur zwei kurze Fragen. Das erste ist, inwieweit sowohl beim Beirat als auch insgesamt schätzen Sie die Einbindung der Wirtschaft ein? Und das zweite ist das Thema Russland, China, alles, was gegen deutsche Interessen geht. Gibt es da schon Erfahrungen, erste Erfahrungen, Einflussnahmen, Berichte, irgendwas, würde mich interessieren und dann bin ich auch schon durch. Genau, die Wirtschaft ist sicherlich die größte Gruppe, die in den letzten Monaten schon auf uns zugekommen ist, wo wir eben sehr früh mit den einschlägigen Verbänden, Bitkom etc. gesprochen haben, BDI etc., als auch einzelne Unternehmen, die auf uns zugekommen sind, am prominentesten natürlich Zalando. Sie wissen, Deutschland ist nicht so mit den VLOPs gesegnet, aber einen potenziellen haben wir, der allerdings natürlich mit dieser Klassifizierung nicht einverstanden ist. Trotzdem haben wir sehr früh gesagt, BNetz A, Zalando sind in einem sehr, sehr engen Austausch, ich glaube, einem vertrauensvollen Austausch. Und wir sind auch insofern wunderbar miteinander zurecht, dass wir es total respektieren, wenn jemand gegen diese Einstufung klagt. No hard feelings, das ist ein Rechtsstaat, das ist vor allem okay. Umgekehrt hat ja Zalando gesagt, sie erfüllen erstmal die Bedingungen eines VLOPs, selbst wenn sie nicht damit einverstanden sind. Das finde ich für ein Unternehmen, das würde ich mir in anderen Märkten auch wünschen, ein echt klasse Vorgehen an der Stelle. So. Umgekehrt haben wir mit allen Plattformen, die ja in Deutschland Vertretung haben, Gespräche geführt, auch wenn sie ein VLOP sind. Teilweise sind die auf uns zugegangen, teilweise sind wir auf sie zugegangen, um insbesondere jetzt mit Blick Integrität der Wahlen, aber auch generell Beschwerdesystemen, systemische Risiken etc. einfach einen Gesprächskanal zu haben. Teilweise gab es den auch schon aus der Vergangenheit, also die sind uns nicht ganz unbekannt, weil sie teilweise schon Schnittstellen zu Telekommunikationsrecht und Ähnlichem hatten. Messenger-Dienste etc. waren uns ja schon bekannt, Netzneutralität. Also da kann die BNetzA ja auch auf viel Vorerfahrung treffen. Auch bei uns sind eine Reihe von Wünschen zu Beiratsmitgliedschaften eingegangen. Die haben wir stantepede sozusagen Richtung Bundestagspräsidium weitergeleitet, weil das eben nicht unsere Entscheidung ist. Da hat vielleicht nicht jeder das Gesetz so ganz gründlich gelesen und dachte, man könnte sich bei uns darauf bewerben. Stand Russland-China-Einfluss, das ist eins der Themen, derer sich ja die EU-Kommission mit ihren Musterverfahren angenommen hat, wo sie ja Desinformationskampagnen, Hate-Speech-Kampagnen etc. zum Beispiel auf der Plattform X thematisiert hat. Der ganze TikTok-Fall ist ja öffentlich breit diskutiert, insbesondere mit Fragen systemischer Risiken, Jugendschutz, Transparenz von Werbung etc. Und insofern ist die BNetzA hier jeweils eingebunden, leitet Vorfälle, Beschwerden, Hinweise aus den deutschen Behörden, aus den deutschen Diskussionen nach Brüssel, informiert umgekehrt über die Verfahren, die die EU-Kommission vorangetrieben hat, die deutschen Behörden. Insofern werden wir da unserer klassischen Koordinationsrolle gerecht und tun das nach bestem Wissen und Gewissen. Ganz herzlichen Dank für die AfD-Fraktion, Frau von Storch. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zunächst eine Frage zum DDG und zwar zum Anwendungsbereich. Wer ist davon eigentlich erfasst? Ich rede jetzt nicht von den großen Plattformen, sondern von den kleinen Plattformen. Um wen handelt es sich da eigentlich? Ich würde gerne mal, ich sag mal, die 15 wichtigsten Plattformen haben, auf denen Hass und Hetze verbreitet wird und die deswegen ganz dringend mit sonstig ausgestatteten Mitteln überwacht werden müssen. Und die Frage ist, wo ist die Grenze? Also auch Wissensblogs, Wissensforen oder einfach nur Blogs, wo es eine Kommentarfunktion gibt. Was fällt eigentlich alles darunter, um zu sagen, wir haben hier wirklich einen Regelungsbedarf gehabt für den digitale Dienstegesetz für kleine und kleinste Plattformen. Stichwort chefkoch.de. Und dann haben Sie gerade eben etwas Interessantes gesagt. Sie haben gesagt,
Der EU-Kommissar hat schon Maßnahmen angekündigt. Genau. Und jetzt müssen die nationalen DSCs liefern, also sozusagen das unterfüttern, haben Sie gesagt. Die müssen das jetzt unterfüttern, weil ja auf EU-Ebene die Beschwerden gar nicht eingehen, sondern auf nationaler Ebene. Ich finde das interessant. Auf welcher Grundlage werden denn da Maßnahmen angekündigt? Liefern Sie nach Bestellung? Also der Kommissar will regulieren und Sie sind jetzt die Zulieferer und liefern das nach, was er an Argumentation noch braucht, um dann Maßnahmen ergreifen zu können. Genauso klang das nämlich gerade. Und dann haben Sie gesagt, es braucht, es hat im Moment 15, Sie haben im Moment 15 Stellen, Zielvorgabe 70 plus 20. Da würde ich gerne wissen, von diesen 90 Stellen, wie viele, denken Sie, werden sich im Bereich des DDG um kleine Plattformen kümmern? Und wie viele von denen werden die Zuliefererfunktion haben, um nach Brüssel zu berichten, damit der EU-Kommissar endlich gegen die großen Plattformen rigoros vorgehen kann? Und dann würde ich gerne von Ihnen mal eine Größenordnung haben, was uns das im Monat kostet, diese vielen Stellen, deren Aufgabe es ist, eben Herrn Breton zuzuliefern an Informationen. Und dann hätte ich wahnsinnig gerne noch gewusst, wer die Vertreter der Zivilgesellschaft sind tatsächlich, mit denen Sie schon gesprochen haben, die in dem Beirat vertreten sein sollen. Und ich würde gerne wissen, ob eine zivilgesellschaftliche Organisation auch eine ist, die staatliche Gelder bezieht, ob es da eine Grenze gibt oder ob das tatsächlich nur Organisationen sind, die keine Steuermittel oder sonstigen öffentlichen Förderungen behalten. Und wenn dann noch Zeit ist, habe ich noch weitere Fragen. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Nachfragen. Die Bundesnetzagentur hat ein Gutachten vergeben und publiziert, was Sie auf unserer Homepage finden oder wir auch gerne dem Ausschuss zur Verfügung stellen, um genau den Anwendungsbereich zu definieren und näher zu beschreiben. Dort finden Sie alle detaillierten Informationen an der Stelle. Ihre Beschreibung des Verhältnisses zwischen EU-Kommission und den nationalen DSCs würde ich so nicht teilen. Sondern es ist ein sehr kooperatives Miteinander, so wie es der Digital Service Act auch vorsieht. Insofern bestellt hier keiner etwas, sondern wir beobachten, welche Probleme es gibt, tauschen uns darüber aus an der Stelle. Aber ich halte es für vollkommen selbstverständlich, dass wenn es hier Probleme gibt und im Umgang des Russlandkrieges gegen die Ukraine und des Hamas-Angriffes auf Israel war es absolut offensichtlich, was wir auf Plattformen gesehen haben. Ich glaube, das muss ich nicht näher beschreiben. Und dass dieses gebündelt wird, ist genau Kerngedanke des Digital Service Actes an der Stelle. Die Stellen sind ja im Erfüllungsaufwand des Gesetzes näher beschrieben, die kosten meines Wissens nach auf. Wie sich das aufteilen wird zwischen großen Plattformen und den kleineren Plattformen, können wir Stand heute noch nicht sagen. Das wird die Erfahrung zeigen. Wenn Sie mich das in 2 Jahren fragen, antworte ich dazu gerne. Mit welchen Organisationen der Zivilgesellschaft haben wir bisher gesprochen? Das sind, wie gesagt, zum Teil Wirtschaftsverbände, Bitkom, BEVH, BVDW, der VZBV, das ist Hate Aid, Stiftung Neue Verantwortung, Reset und der International Strategic Dialogue. Wer davon in den Beirat kommt, entscheidet nicht die Bundesnetzagentur, sondern der Deutsche Bundestag. Und noch eine Anmerkung von mir zu Ihrer Frage, Frau Kollegin. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass es hier nicht nur um die Regulierung von Plattformen in Bezug auf Hass und Hetze geht, sondern es geht auch um ganz wirtschaftliche Interessen Deutschlands, das Verbraucherschutzinteressen, vielen Dank, Frau Vorsitzende, aber auch eben Interessen unserer deutschen Wirtschaft, zum Beispiel kopierte Ware und Ähnliches von den Plattformen zu entfernen. Insofern ist das eine mannigfaltige Aufgabe, und aber natürlich gerade im Vorfeld der Wahlen, insbesondere Einfluss aus Russland, ist hier natürlich harscher zu beobachten, weil das einfach unsere Demokratie in Gefahr bringt. Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke, Anke Domscheit-Berg. Ja, vielen Dank. Es war für um die Besetzung der Leitungsstelle ja schon mal was gesagt worden. Wird es die denn in diesem Jahr noch geben oder müssen Sie das kommissarisch das ganze Jahr noch nebenbei machen? Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, das jetzt vorübergehend kommissarisch auszufüllen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Sobald die Stellen übertragen sind durch die Bundesregierung, wird die BNetzA die Leitungsstelle unverzüglich ausschreiben. Und ich mache kann das noch in diesem Jahr sein? Also ist das möglich? Alles ist möglich im Leben, aber wann es der Fall sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber okay, sobald es der Fall ist, werden wir das unverzüglich ausschreiben, weil ich für jeden Tag dankbar bin. Entschuldigung, ja. Vielen Dank für das Verständnis. Eine Frage: Gibt es inzwischen sowas wie Handreichungen, Checklisten, Mustervorlagen für diese 4.000, 5.000 digitalen Dienste? Welche Vorgaben Sie jetzt für
welche Dienste befolgen müssen, also unterschieden zum Beispiel nach kleinen, mittleren, ganz kleinen, nicht kommerzielle? Es gibt eine Präsentation, die wir immer wieder gerade bei den diversesten IHK-Veranstaltungen und Bitkom-Veranstaltungen etc. halten. Das wird, glaube ich, noch nicht Ihren Anspruch an eine Checkliste erfüllen, aber das ist sozusagen eine Handreichung. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir das weiterentwickeln. Das ist auch Teil der Abstimmung zwischen den DSIen gewesen, damit das eben zwischen allen 27 DSIen gleich gehandhabt wird. Und davon wird es sicherlich auch deutsche Übersetzungen geben. Toll, kann ja ChatGPT übersetzen. Es hat vorhin sich so angehört, als könnte man die 300.000 Euro nicht so richtig ausgeben ohne den erst im Oktober kommenden Delegierten Rechtsakt. Ist das so? Also diese 300.000 Forschungsbudget? Oder kriegen Sie, können Sie die trotzdem vergeben? Ja, natürlich. Ah, okay, super. Also das wäre ein Missverständnis, wenn ich das gesagt hätte. Das habe ich wahrscheinlich einfach falsch verstanden. Kann ja sein. Ja, vielen Dank. Dann sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes und nehmen den Bericht zur Kenntnis und werden sicherlich den Fortschritt weiter begleiten. Vielen Dank fürs Kommen, einmal dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, aber auch Herrn Dr. Jungblut und Daniela Kluckert wird bei einem späteren Tagesordnungspunkt auch weiterhin noch Gast sein. Insofern vielen Dank an die Gäste und ich schließe den Tagesordnungspunkt 4 und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5, der auch öffentlich beraten wird. Es geht bei Top 5 um den Bericht der Bundesregierung zum neuen Förderaufruf der Gigabit-Richtlinie 2.0. Das ist auch eine Selbstbefassung mit Debatte. Wir haben im Ausschuss weiterhin die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dann Konstantin Krukowski, Referat Festnetzförderung. Ist er da? Da? Da muss die Staatssekretärin das alleine machen, aber das kann sie auch. Dann haben wir ein Eingangsstatement, darauf haben wir uns verständigt, von 4 Minuten für das Ministerium und eine Debattenrunde und Redezeit von 4 Minuten pro Fraktion. Und die Gruppe Die Linke erhält die Hälfte der Redezeit und die 10 Sekunden Gong vor Ablauf der Redezeit sind jetzt hinlänglich bekannt. Dann eröffne ich und übergebe das Wort an die Staatssekretärin. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die neue Gigabit-Förderung 2.0 für 2024 ist gestartet. Die Förderrichtlinie wurde am 30. April 2024 in Kraft gesetzt. Und die neuen Infrastrukturaufrufe sowohl in der Standard- als auch in der Fastlane wurden damit zur Einreichung von Förderanträgen bis zum 30.09. veröffentlicht. Dabei ist es wieder so, wie auch im vergangenen Jahr, dass die Förderanträge der Kommunen mit besonderer Förderwürdigkeit der Fastlane vorrangig bewilligt werden. Und die anderen Anträge werden dann ab Ende des jeweiligen Aufrufs mit noch zur Verfügung stehenden Mitteln dann bearbeitet und im bewährten Renkungsmechanismus auch bewilligt. Am 15. April 2024 wurde darüber hinaus vorab der Aufruf zur Antragseinreichung für die Förderung von Beratungsleistungen veröffentlicht. Und da geht es insbesondere um die Unterstützung zur Qualitätssicherung, der Vorbereitung, aber auch der Durchführung eben von diesen Gigabit-Förderungen 2.0 durch die Kommunen. Erstmals können dabei kreisfreie Großstädte ab 100.000 Einwohner bis zu 200.000 Euro Beratungsleistung erhalten. Und das ist auch noch mal eine besondere Unterstützung für die Kommunen hier eben zur Durchführung der Förderung bzw. zur Einreichung der Anträge. Am 6. Juni 2024 ist dann noch etwas, was sozusagen neu hinzugekommen ist. Ein Pilotprogramm hat es gestartet. Hier gilt es um die Berücksichtigung von Lückenschlussprogrammen. Diese Lückenschlussprogramme sollen vor allem dort ansetzen, wo private und geförderte Dinge noch nicht gegriffen haben und hier sozusagen so ein kleiner Lückenschluss noch stattfinden soll. Das soll dann eben auch extra noch einmal gefördert werden und wird einmal noch extra gefördert. Das
Fördersystem der Gigabit-Förderung bleibt in seinen Grundzügen erhalten. Es hat sich bewährt, aber wir haben natürlich auch, und das ist einfach auch sehr kluges Regierungshandeln, sage ich mal an dieser Stelle, einige Dinge gesehen, die wir noch anpassen wollten und haben das auch getan. Beziehungsweise eine Sache ist auch einfach schon im letzten Jahr angekündigt worden, dass die in diesem Jahr verpflichtet wird, und zwar der Branchendialog, der jetzt verpflichtend ist und im vergangenen Jahr einfach erprobt worden ist. Wir haben aber neu einen Punktekompass für die Kommunen zur Einschätzung der Erfolgschancen installiert. Und dabei geht es vor allem darum, dass wir ja im letzten Jahr auch eine Flut von Anträgen hatten, die auch mit sehr wenigen Punkten bei uns gelandet sind. Und um das zu verhindern und den Kommunen auch so ein langwieriges Förderverfahren, sage ich mal, zu ersparen, ist so ein Punktekompass ganz gut, der dann auch so eine grobe Einschätzung erstmal geben kann, an welcher Stelle man eigentlich steht. Wir haben das Lückenschluss-Pilotprogramm zur zügigen Bewilligung von Gebieten mit geringer Größe installiert. Das hatte ich schon gesagt. Hier gibt es eine maximale Förderhöhe von 500.000 Euro. Wir haben die Landesobergrenzen für 2024 neu berechnet. Das ist natürlich logisch, weil wir ja gesagt haben, die Landesobergrenzen orientieren sich auch immer an den förderfähigen, verbliebenen förderfähigen Anschlüssen. Und das ist ja klar, dass die dann auch eben angepasst werden mussten. Und wir haben die Rahmenregelung zur Breitbandförderung bis zum Jahr 2028 verlängert und in wenigen Punkten an die neuen EU-Breitbandleitlinien angepasst. Auch das ist normales Regierungshandeln. Soweit erstmal von mir. Ja, ganz herzlichen Dank für den Bericht und willkommen in die Debattenrunde. Johannes Schätze für die SPD-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin, für Ihren Eingangsbericht. Wir haben schon ein paar Mal betont, dass wir die Grundausrichtung des Programms gut finden. Und dass wir es auch begrüßen, dass wir vor einiger Zeit ja jetzt vom Windhundprinzip abgekehrt sind. Jetzt haben Sie angesprochen, dass es einen Punktekompass gibt für Kommunen. Ich glaube, das ist eine gute Neuerung. Haben Sie schon erste Zahlen, ob Kommunen jetzt im Vorfall den Punkterechner bereits benutzen, beziehungsweise werden Sie das monitoren? Können Sie vielleicht was dazu sagen, Herr Dr. Kokoski? Haben wir noch keine Zahlen. Also im Moment laufen ja noch Branchendialoge und Markterkundungsverfahren. Und wir haben jetzt eben die Vorgabe, dass der Punktekompass schon zu verwenden ist im Rahmen der Branchendialoge. Aber da liegen noch keine Zahlen vor. Aber wir monitoren das sicherlich. Davon gehe ich aus. Ja. Ein bisschen was zu den Fristen noch, weil durchaus einige auch Reaktionen aus den Kommunen kommen. Jetzt haben wir ja, die Branchendialoge Mai 24, dann haben wir Juni, Juli, August die Markterkundung, irgendwo die 8 Wochen dazwischen. Und die Antragstellungsfrist ist am 30.09.24. Jetzt sagen ein paar, das ist relativ knapp. Also damit einhergehen 2 Fragen. Könnten wir das nächstes Jahr vielleicht ein bisschen vorziehen? Oder die andere Frage, gibt es einen Grund, warum es der 30.09. ist? Könnte es nicht auch der 31.10. sein? Also es ist einfach etwas, was wir aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre so entwickelt haben. Und wir gucken uns das ja jedes Jahr neu an. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen auch aus den Erfahrungen, die wir machen, lernen. Und im nächsten Jahr werden wir uns das neu angucken. Und wenn wir merken, dass die Zeit zu knapp bemessen ist, dann kann man das sicherlich wieder verändern. Aber das heißt im Umkehrschluss, dass letztes Jahr keine Reaktionen bei den Kommunen bei Ihnen angekommen sind, dass die Fristen zu kurz waren? Nein. Okay, also bei uns sind einige Reaktionen angekommen, deswegen wir würden das gerne mal fürs nächste Jahr anregen, ob wir es vielleicht um vier Wochen länger machen könnten. Jetzt noch eine Frage, die wird Sie nicht erstaunen, zur Potenzialanalyse. Also auch da gibt es Infos und Reaktionen von Kommunen, dass die ermittelte Potenzialanalyse nicht so ganz zu den Reaktionen der ausbauenden Unternehmen vor Ort passt. Also Beispiel hohe Potenzialanalyse, aber laut Aussagen der Unternehmen gesichert die nächsten Jahre keinen eigenwirtschaftlichen Ausbau. Damit meine konkrete Frage, wie schaffen wir es denn, dass wir auch so ein Stück nachhaltig diese Potenzialanalyse in vielleicht auch in einem iterativen Prozess immer wieder verbessern könnten? Also die Potenzialanalyse ist nach unseren Erkenntnissen belastbar, diese Ergebnisse. Wir haben das auch mit den Daten einzelner Länder und Kreise validiert und die Methodik wird tatsächlich auch von völlig unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir die Potenzialanalyse fortlaufend aktualisieren und weiterentwickeln, weil es natürlich wichtig ist, dass sie am Ende passt.
Und diese Änderungen werden auch immer wieder auch in den unterschiedlichen Bereichen berücksichtigt, also auch im FAQ, auf der Website und Ähnliches. Und deswegen ist manchmal auch das subjektive Empfinden, sage ich mal, vor Ort, das ist nicht falsch, aber es ist dann trotzdem etwas anderes als das, was auf zahlenbasierte Fakten herausgeben. Und nochmal, wir entwickeln das weiter, wir aktualisieren das fortlaufend und sind da natürlich auch immer über Feedback von den Kommunen interessiert und würden einfach vorschlagen, dass diese Kommunen, die sich da nicht repräsentiert fühlen, sich einfach bei uns melden. Damit noch ganz kurz die letzte Frage. Wären Sie dann auch bereit, so die Fälle, die mir jetzt aufgefallen sind, einfach mal mit den Kommunen zu besprechen, wo es offensichtlich nicht zusammenpasst? Ja, selbstverständlich. Danke. Vielen Dank und Hans-Jörg Dürz für die Unionsfraktion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin. Also in den vergangenen Monaten gab es ja zunächst schon sehr viel Verunsicherung, auch bei Kommunen. Es begann mit dem Förderstopp, ist schon etwas länger jetzt her, dann aber mit der langwierigen Diskussion um das neue Förderprogramm, dann um die finanzielle Situation, ob die Mittel noch zur Verfügung stehen. Aber was man schon sagen muss, dass jetzt zum Beispiel mit diesem Lückenschlussprogramm, das morgen starten soll, grundsätzlich schon eine richtige Initiative jetzt auch gestartet ist. Und dennoch gibt es aus der Branche heraus auch noch einige Fragen, Unsicherheit und auch die Sorge, dass es möglicherweise tatsächlich auch zu ein Stück weit Verdrängung führt. Also zum Beispiel wird nachgefragt, ob denn diese Beschränkung auf diese 100 Anträge, was das für einen Hintergrund hat. Gibt es dazu eine Erklärung? Also ich wollte, Kollege Dürz, ich wollte das nur noch mal klarstellen. Es gab keinen Förderstopp, sondern es gibt, und das ist in jedem Fördersystem in Deutschland so, es gibt eine bestimmte Summe, weil wir haben ja keinen Haushalt, an dem steht, wir fördern Breitband und es koste, was es wolle, sondern wir haben aus bestimmten Gründen, das sind haushalterische Gründe und das sind aber auch Gründe, die Sie gerade selbst angesprochen haben, dass wir natürlich auch keine Verdrängung von privatem Kapital haben wollen. Und privaten Investitionen haben wir als Haushaltsgesetzgeber eine Summe festgelegt. Und wenn die natürlich sozusagen überzeichnet ist, dann ist es kein Förderstopp, sondern man muss einfach aufs nächste Jahr warten. Also das möchte ich noch einmal klarziehen. Zu der fachlichen Frage. Definitionsfrage. Und plötzlich war es definitiv. Ja, aber ist egal. Möchte den Kollegen gern das Wort geben. Mit Ihrem Erlaubnis, Frau Vorsitzende. Also die 100 Anträge dienen jetzt erstmal dazu, damit wir uns angucken können, wie kommt die Neuerung an. Das gab es ja vorher nicht, dieses Lückenschluss. Programm, deswegen als Pilot erstmal 100 Anträge, dann evaluieren wir schnell und behalten uns dann vor, nachzujustieren und dann mit einem weiteren Förderaufruf weiterzumachen. Die andere Begrenzung ist diese Fördergrenze von diesen 500.000. Ja. Was steckt dahinter? Was ist naja, wenn es dann mehr ist, wird es ein großes Programm. Ja, also man muss ja irgendwo einen Cut machen, an dem man sagt, das ist halt eben Lückenschluss und das andere ist ein richtiger Antrag, der ins normale Verfahren geht. Und dann kann der ja auch im normalen Verfahren seine Anwendung finden. Aber da ist es natürlich richtig, dass man da dann an irgendeiner Stelle eben einen Cut macht. Und wir sagen, bis 500.000 ist das eben ein Lückenschlussprojekt. Ein Aspekt, der ja von der Branche und von den Kommunen auch in der Vergangenheit immer mal wieder kritisiert wird, ist die Tatsache der Planbarkeit, also Verstetigung von Mitteln ist ja ein großes Thema. Wie sehen Sie denn perspektivisch die zur Verfügungstellung der Mittel? Ist da geplant für das nächste Jahr zum Beispiel gleiche Größenordnung wie? Ja, also wir haben immer gesagt, dass die Größenordnung, dass die konstant bleibt. Es ist ja wirklich auch eine herausragend hohe Fördersumme und dass wir im Moment die Notwendigkeit sehen, diese Mittel zur Verfügung zu stellen. Und das sehen wir auch weiterhin so. Ich sage nochmal, gerade in dieser angespannten Haushaltslage zeigt das auch nochmal die Dringlichkeit des Ausbaus, zeigt nochmal den Stellenwert, die dieses Programm bei uns hat. Und deswegen kann ich diese Unsicherheit nicht verstehen, weil ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt. Ich weiß auch, dass der Minister sich nicht anders geäußert hat. Und wir haben immer gesagt, dass die 3 Milliarden da jährlich zur Verfügung stehen werden.
Vielleicht noch ein ganz kleiner Aspekt zum Thema Stärkung des Wettbewerbs innerhalb der Förderprogramme. Gibt es die Idee, eine Wettbewerbsklausel zu etablieren? Also dass man zum Beispiel in gewissen Regionen nur dann, wenn die Förderung einen bestimmten Prozentsatz an ein Unternehmen geht, dass dieses Unternehmen dann keine Förderung mehr bekommt, ist sowas eigentlich denkbar? Wollten wir nicht nach dem Gong noch weitere Gedanken oder im Moment sind wir mit der Umsetzung. Können wir ja aber gerne noch mal in die Debatte gehen. Sorry, aber ich muss ja mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Für Bündnis 90 Die Grünen, Mike Außendorf. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende und Frau Staatssekretärin. Also als Grüne haben wir ja sehr begrüßt, dass es diese neue Förderrichtlinie gibt. Und jetzt in der Rückschau zeigt sich auch, dass gewisse Mechanismen wirklich gut funktioniert haben. Das Fastlane-Programm insbesondere und die damit einhergehende Priorisierung. Und wie Sie ja gesagt haben, Frau Kluckert, es ist ja immer so, dass Fördertöpfe beschränkt sind. Aber wir konnten ja sicherstellen, dass alle Fastlane-Projekte bedient werden können. Und das zeigt ja auch, dass es mit der Priorisierung gut funktioniert. Ich möchte dann auch noch mal außerordentlich loben, dass es jetzt diese Überarbeitung gibt. Wir haben uns ja verabredet, ein agiles Regierungshandeln umzusetzen. Genau das tun wir hier mit einer Überarbeitung der Richtlinie innerhalb eines Jahres und dementsprechend auch Verbesserungen. Das Lückenschlussprogramm wurde schon genannt. Der Punktekompass ist ein sinnvolles Instrument, damit die Kommunen von sich aus auch einschätzen können, wie erfolgversprechend ist überhaupt mein Anliegen. Ich habe dann noch mal Fragen zum Markterkundungsverfahren. Wir haben ja ursprünglich verabredet, dass wir das verbindlicher machen wollen. Wie ist das eigentlich? Gibt es eigentlich Konsequenzen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich baue aus und tut es dann aber doch nicht? Oder andersrum, es baut nicht aus und überbaut dann möglicherweise sogar einen geförderten Ausbau. Gibt es da irgendwelche Sanktionsmechanismen? Also es ist ja so, dass wir uns vor allem auch darauf verständigt haben, dass wir den Branchendialog auch verbindlich machen. Und das haben wir jetzt ja auch mit der neuen Gigabit-Förderung dabei. Wir können auch, die Kommunen können ja auch verbindlich von den Unternehmen fordern, dass es auch eine Verbindlichkeit gibt im Sinne von einem Vertrag. Da würde ich Sie bitte noch mal ganz genau ausführen, was das bedeutet und was das auch für Konsequenzen hat. Also wir stellen den Kommunen Mustererklärungen zur Verfügung, die verwenden können gegenüber den TKU, die sich in den Markterkundungsverfahren melden und sagen, sie wollen ausbauen, sodass dem eine gesteigerte Verbindlichkeit zukommt. Also da ist sozusagen vorformuliert mit Meilensteinplan im Einzelnen, wie das dann abläuft, sodass die Verbindlichkeit gesteigert wird und das dann auch im Sinne eines Vertrages dann auch gegebenenfalls natürlich mit der Folge von Schadensersatz erklärt werden kann. Prima, vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Open Access. Das haben wir ja immer gemeinsam sehr begrüßt und gefordert, dass der geförderte Ausbau eben Open Access ist. Und jetzt sollen ja dann die Vorleistungspreise vom Bund festgelegt werden. Da würde mich interessieren, mit welcher Methodik Sie das machen. Und wir müssen ja da auch sicherstellen, dass sich die Business Cases der Unternehmen dann auch rechnen. Also sprich, dass sie mal mindestens ihre Investitionskosten damit auch angemessen vergütet bekommen. Und die Frage ist, wie Sie das sicherstellen. Ja, also das machen wir zusammen mit der Bundesnetzagentur. Die ist ja sehr geübt in dieser Form der Preisfindung. Und da werden dann zusammen die Preise auch auf jeden Fall mit wissenschaftlicher Grundlage festgelegt. Gut, dann bleibt noch eine letzte Frage. Wir hatten ja schon das Thema der Begrenztheit der Mittel. Wie sehen Sie denn die Perspektive für den Haushalt 25 und darüber hinaus für die Förderprojekte? Sind die gesichert oder wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, also es ist ja auch ganz interessant, sich mal anzuschauen, was eigentlich derzeit schon alles so bewilligt wird. Und im Moment sind 16,7 Milliarden Euro gebunden in dem Bereich. Der Mittelabfluss beträgt rund 4,5 Milliarden Euro. Es sind 3020 Breitbandausbauprojekte in der Förderung. Das ist eine ganz schöne Menge. Und wir gehen aber davon aus, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin die 3 Milliarden noch brauchen werden. An Zusagen. Das sind ja nicht die Projekte, die dann in dem Jahr verbaut werden. Für die FDP-Fraktion Volker Redder. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Daniela. Ich finde diese Idee mit dem Punktekompass mega gut. Und die Frage ist, ob das wirklich, weil ihr diesen Punktekompass eingeführt habt, zu einer Reduzierung von Anträgen mit geringerer Erfolgsaussicht geführt hat. Das wäre ja Sinn der Sache, dass ihr mehr Zeit für anderes habt.
Das können wir jetzt noch nicht beantworten. Das wird man erst am Ende der Zeit, also im Oktober, abschätzen können. Ich will auch sagen, warum. Im letzten Jahr haben wir ja auch die Erfahrung gemacht, dass dann am Ende sozusagen der Antragsfrist dann auch viele Anträge gekommen sind. Und deswegen wird man das nur im Gesamtpaket auch beurteilen können. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Kollege von der Union war es. Die Frage nach den 100. Ich nehme an, dass die Zahl 100 einfach aus statistischen Gründen zustande gekommen ist, oder? Weil es dann einfacher ist, eine Evaluation zu machen. Oder warum 100? Ja, wir wollen jetzt erstmal gucken. Es ist ja da auch dafür, ist nur eine bestimmte Summe da. Und jetzt gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Und ich hatte das ja auch gerade eben schon, wollte ich mal so an, hat so angedeutet. Es ist ja auch nicht so, dass es so ist, also jetzt geben wir den Bewilligungsbescheid 2024 raus und dann wird am 01.01.2025 gebaut, sondern das sind ja Prozesse. Und deswegen ist es auch nicht so dramatisch, wenn man jetzt in diesem Jahr zum Beispiel nicht dabei ist, sondern wenn man im nächsten Jahr bewilligt wird, weil wir ja, was wir schon machen, ist auch eine Konstantheit der Mittel und Sachen, die sich dann bewährt haben, werden dann auch im kommenden Jahr natürlich fortgesetzt werden. Erwartet das BMDV, dass die Anzahl der Anträge die Begrenzung überschreiten wird? Ja, das ist also die Erfahrungen sagen immer, dass die, dass es dann doch anders als kommt, als wir denken. Aber wir könnten schon vor uns vorstellen, dass es da auch ein hohes Interesse ist. Ja. Gut, wie haben denn die Kommunen auf die Pflicht zum Branchendialog reagiert? Also, gibt es da schon ein Zwischenfazit, dass man sagen kann, das war gut? Also ich glaube, es war sehr sinnvoll von uns. Es war sehr klug gewählt, dass wir das eine lange Ankündigung gemacht haben. Also dass wir insgesamt, als wir umgestellt haben von dem Windhundprinzip auf jetzt diesen sortierten Prinzip, da ja auch den Branchendialog schon sehr lange angekündigt haben und auch am Anfang im letzten Jahr war nicht verpflichtend, jetzt ist er verpflichtend. Das heißt, es ist ein langes Herantasten. Alle diese Dinge, die wir gemacht haben, machen wir in sehr enger Absprache mit den Ländern. Das sind unsere Ansprechpartner da, weil es natürlich sinnvoll ist, die Dinge aufeinander aufzubauen. Die Länder haben auch eine Förderung und dergleichen. Und wir wollen auch nicht gegen die Kommunen arbeiten, sondern wir wollen mit den Kommunen arbeiten. Ich glaube, dass es am Ende den Kommunen hilft. Und das Feedback, was wir bekommen, ist insgesamt zu der Förderrichtlinie sehr positiv. Super, vielen Dank. Das Feedback insgesamt zu der Förderrichtlinie ist sehr positiv. Vielen Dank und für die AfD-Fraktion Herr Neuer. Danke, Frau Vorsitzende. Ich freue mich, wir kommen von 10 Megabit auf 1000. Tolle Sache. Ausgebaut werden sollte es ja bis zum Jahr 2030. Dazu habe ich eine Frage. Das nationale Breitbandprogramm Frankreich verfolgt das Ziel, Glasfaser flächendeckend bis 2025 anzubieten. Was machen die Franzosen besser und wurden hier mögliche Best-Practice-Beispiele in die deutsche Gigabit-Richtlinie übernommen? Wie immer ist es so, dass man bei solchen Vergleichen natürlich die Verhältnisse vor Ort sich auch anschauen muss. Also was haben wir zum Beispiel für ein Netz bisher? Sieht es aus mit dem Kupferkabel? Unsere Kupferkabel ist zum Beispiel sehr hoch gepimpt. Das funktioniert für viele Bandbreiten noch sehr gut. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich den Übergang auf den Glasfaser vorantreiben. Insofern kann man die einzelnen Länder nicht so ohne weiteres miteinander vergleichen. Was wir aber gemacht haben, ist einen sehr ambitionierten Zeitplan für den Zeitpunkt, seitdem wir Verantwortung übernommen haben im BMDV und Verantwortung für die digitale Infrastruktur, für den Ausbau anzusetzen. Und das, was wir gemacht haben, ist sehr ambitioniert. Aber wir haben ja sehr gute Zuwachsraten. Insofern gehen wir davon aus, dass wir das auch erreichen werden. Zuletzt wurden ja 600 Millionen Euro mehr als veranschlagt an Fördersummen ausgeschüttet. Rechnen Sie nun erneut mit erwartbaren Mehrbedarfen und woran machen Sie das fest? Wir haben diese Überzeichnung liegt vor allem auch an punktgleichen Anträgen, die gestellt worden sind und dann bewilligt werden mussten und einigen anderen Komponenten, die wir jetzt mit der Überarbeitung der Richtlinie versuchen haben zu vermeiden, dass das nicht wieder vorkommt. Insofern, nein, wir rechnen nicht mit einer Überzeichnung, sondern wir rechnen bei diesem Mal damit, dass wir auskommen mit den Geldern, die zur Verfügung stehen.
Plant die Bundesregierung weitere flankierende Maßnahmen, um den Breitbandausbau über den aktuellen Förderaufruf hinaus zu forcieren? Wenn ja, welche sind dies? Ja, vielen Dank für diese wirklich sehr gute Frage. Wir haben natürlich viel mehr Maßnahmen als nur die reine Förderung. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir uns daran gelegen ist, den privaten Ausbau nicht zu verdrängen, sondern zu beschleunigen. Und insofern sind viele Dinge, die wir tun, haben nichts mit Geld zu tun, sondern vor allem etwas mit einer besseren Koordinierung. Zum Beispiel gibt es ein Treffen auf Staatssekretärsebene, auf verbeamteten Staatssekretärsebene mit den Staatssekretären aus den Bundesländern. Da arbeiten wir gemeinsam an einer Bauordnung, die angeglichen werden, damit die ausbauenden Unternehmen sich nicht mit 16 verschiedenen Bauordnungen herumplagen müssen. Und vielen Dingen, die wir zur Beschleunigung erreichen, ist zum Beispiel, sag mal, die Norm für die minderativen Verlegetechniken gehört sicherlich dazu. Aber auch arbeiten wir derzeit in der Bundesregierung am Telekommunikationsausbaubeschleunigungsgesetz. Also es sind sehr, sehr viele Themen, die da Hand in Hand gehen, damit wir am Ende eine gute digitale Infrastruktur für Deutschland haben. Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke, Anke Dumpscheid, Berg. Ja, wir haben gehört, der Branchendialog muss jetzt verpflichtend stattfinden. Jetzt stelle ich mir vor, weil es ja schon so ein bisschen Rattenrennen ist durch die kurze Antragsfrist, dass alle Kommunen jetzt auf die paar Telekom-Unternehmen einstürzen und die wahrscheinlich auch nicht mit jedem Ort so ein Gespräch führen können. Gilt denn diese Pflicht erfüllt, wenn die sozusagen alle einladen und 4 Wochen lang kann das stattfinden und dann kommt aber keiner? Gilt es dann trotzdem als erfüllt? Ja, wir haben bestimmte Mindeststandards für diese Branchendialoge definiert, die natürlich auch dafür sorgen sollen, dass es ernsthaft betrieben wird. Es sind aber noch 2 weitere Themen. Das erste ist, dass wir das natürlich auch im vergangenen Jahr gesehen haben. Und der Kollege Außendorf hatte das schon gesagt. Wir wollen ein System wählen, auch im Politikbetrieb Politik zu machen, das sich auch evaluieren lässt und auch eben besser wird. Und das ist ein Grund auch, warum wir den Kompass eingerichtet haben, den Punktekompass, weil natürlich die Branche damit überfordert ist, wenn sie jetzt eine Flut an Branchendialogen praktizieren muss. Und durch diesen Punktekompass erwarten wir weniger Branchendialoge, weil wir eben erwarten, dass die Kommunen, die von Anfang an gesagt bekommen, es macht keinen Sinn, hier auf die Förderung zu gehen, das auch nicht tun und dann auch weniger Branchendialoge stattfinden. Aber das ist etwas, mit dem wir uns auch beschäftigen. Aber wenn die nachweislich ernsthaft versucht haben, welche zu führen, aber die TK-Unternehmen sagen, sorry, schaffe ich einfach nicht. Vielleicht können Sie einmal was zu den, wir haben ja die Kriterien, die wir anlegen, an die Branchendialoge, vielleicht können Sie die einmal ausführen, bitte. Also wir haben schon darauf Wert gelegt, dass wir da keine unnötige und keine große Bürokratie damit erzeugen. Das Wichtige ist eben, dass da die Gesprächskanäle gesucht werden, eröffnet werden, gesucht werden, weiterverfolgt werden mit den einzelnen TKU, die dort vor Ort in Betracht kommen, tätig zu werden. Die Strukturierung geht vor allem in die Richtung, dass man das eben auf der Online-Plattform der Projektträger hinterlegt. Da muss die Veröffentlichung angezeigt werden, es muss 4 Wochen dauern. Und es muss dann mit einem Online-Formular auch leicht in der Handhabung und bürokratisch dann wieder eingereicht werden, welche Gespräche dann stattgefunden haben. Das ist im Prinzip das Wesentliche. Ja, soweit erstmal. Aber meine Frage wurde nicht beantwortet. Danke. Ne? Naja, die Kriterien waren genannt. Ja, aber die habe ich ja nicht abgefragt. Also dann noch einmal, Frau Vorsitzende, mit Ihrer Erlaubnis. Ja, wenn das bemüht worden ist, ist das ausreichend dafür, danke, dass das stattgefunden hat. Dankeschön. Und dann sind wir am Ende dieses öffentlichen Tagesordnungspunktes. Und damit schließen wir auch den öffentlichen Teil dieser Sitzung. Und